Hallo, herzlich willkommen zu diesem After Dark. Heute nicht nur mit Luigi in Luigi's Mansion 3. Er geht jetzt unter die Immobilienhaie, er macht Trump Konkurrenz und er saugt die ganze Kohle ein. Wir haben auch noch einen Gast, das ist auch besonders. Und zwar... Au, mein Fuß! Scheiße. Alles wieder gut. Ach, nochmal Glück gehabt. Alles wieder gut. Wir haben die Kniescheibe noch gefunden, sie lag da, wir haben sie schnell so, die Fussel. Das Lustige war, und dann wieder. Ich hatte in einem Bein zwei Kniescheiben und die eine ist jetzt rausgeflogen an der Stelle, der beim anderen Knie jetzt gelandet ist, halt wieder zwei normale. Also zwei auf der einen und null auf der anderen. Das war ein Geburtsfehler. Ich hatte zwei rechts und eine links. Ja, extra, du hattest, ich verstehe. Ja, und jetzt habe ich die zweite extra, die ist jetzt links gelandet und jetzt habe ich wieder gleichmäßig. Gregor, super. Drei Kniescheiben, drei Luigis Menschen, Zufall? Nein, ich glaube nicht. Illuminati, nennt man das. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir springen gleich mal direkt ins Spiel, weil es gibt am Anfang echt sehr, sehr langes Intro. Ich finde es aber sehr schön. Ja. Ich finde, das Spiel hat jetzt schon versprüht überall Herz und Liebe. Ich habe eben kurz eine Stunde, damit ich mich bei den Rätseln nicht so dumm anstelle. Sieht man hier genau, 54 Minuten habe ich mich reingespielt und ey, es gefällt mir so gut. Und sie haben sogar die Steuerung ein bisschen angepasst. Wir werden gleich drüber reden. Ich will nur erstmal die Leute abholen. Hallo, herzlich willkommen, Chat. Ja. Und damit geht es direkt ins Spiel. Und ihr kennt das ja, es gibt immer diese, die haben so diese eigene Sprachausgabe. Und ich habe mich echt ein bisschen daran verliebt. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Untertitel ausstellen soll, weil es dann noch geiler ist. Dann ist es wie in so einem ganz komischen Arzi-Fazi-Film, wo sie so quer miteinander reden, man versteht es so halb. Auch guck dir mal an, wie das aussieht. Oder? Das ist doch schön. Also, Salvador Dali's Luigi's Mansion. Warum gerade der Pilz? Warum muss der Pilz fahren? Vor allem, die Augen sind direkt über dem Lenkrad. Ja. Braucht man in dieser Welt einen Führerschein? Ich meine, sie haben offensichtlich Busse. Also, irgendwo muss es ja so ein Verkehrsunternehmen geben. Nee, dafür gibt es so viele gleiche Tods. Wenn einer stirbt beim Verkehrsunfall, kannst du ihn austauschen. Ach, das ist hier wie. Außerdem, es ist Luigi's Mansion. Das ist als Geist, taucht er wieder ins Spiel ein. Ja, stimmt eigentlich. Du stirbst nie so ganz. Ja, genau. Du wechselst einfach nur. Du wechselst nur die Seiten. Kurze Frage an den Chat. Wann kam der Hund? Ist der neu? Der ist, glaube ich, aus Teil 2, oder? Kann ich der Chat bekräftigen? Ich würde auch sagen, es kommt vom 3DS-Teil. Ja. Ich kenne den aber nicht so gut. Ich habe den einmal kurz gespielt. Ich wüsste es nicht mehr. Ich meine, ey, der ist super. Ich finde diesen Geisterhund, den hätten wir alle gerne, weil du musst nichts reinstecken und es kommt nichts raus. Das ist so eine spezielle Art von Geistertüten und so. Geistertüten, ja, das wäre natürlich. Ja. Nicht, und die sind teuer. Vertauschen, ja? Und die sind teurer, als die anderen. So, was ich mich frage, oder ich mich gefragt habe: Einzelzimmer für die beiden, für Mario und Peach oder zusammen? Tatsächlich kannst du es nachher sehen. Ja, ja. Also, sie haben ihre eigenen Einzelzimmer. Und sie haben sie direkt mit ihrem ganzen Schrott eingerichtet. Man erkennt direkt bei Mario, der hat gleich 12 Pizzen mitgebracht. Und Peach hat halt einfach alles umdekoriert in rosa. Eine für mich, eine zum Ausliefern. Ja. Zwei für mich, eine zum Ausliefern. Und vor allem, er arbeitet selbst von da aus. Ja, ja. Er liefert die trotzdem irgendwie aus. Das ist ein Tick. Wahrscheinlich ist aber geil, wenn du einen Lieferservice hast und eine Bestellung mal irgendwo in Sardinien oder so annimmst, ne? Dann kannst du parallel den Urlaub machen und die Pizza ausliefern. Ja, aber wenn du währenddessen immer entführt wirst, dann ist es also Preis-Leistung, ich würde sagen. Aber das ist einfach schön. Wir garantieren, dass sie innerhalb von 30 Minuten entführt werden. Oder Geld zurück. Die Prinzessin umsonst. Oh Mann, wir werden wieder Ärger kriegen, aber es ist auch einfach zu lustig. Ja, es ist ein unterhaltsames Spiel. Ich glaube, das ist schon in Ordnung, wenn wir ein bisschen Farbe dazugeben. Nee, ich mag's. Schön auch hier. Guck mal, wie geil die Optik ist. Man sieht die Textur geil, der Jeans, ja. Und vor allem Partnerlook, ja. Luigi und sein Koffer tragen die gleiche Hose. Alles derselbe Stoff. Ja. Machen Sie mir gleich noch einen Koffer mit dem Stoff. Ist ja schön Vollparty auch, ne? Hier gleich alle so mit den Bannern und so weiter. Ich fände es ein bisschen creepy, wenn ich in ein Hotel ankomme und schon mein Gesicht da ganz oben. Warte mal ab. Verteilt wäre. Warte mal ab. Ich würde auch sagen, das Ganze wirkt doch etwas zu schön, um wahr zu sein, oder? Ja, ja.
Ich sag's auch, du hast ja schon mal kurz reingespielt, ich habe auch die erste Stunde schon mal angespielt. Also ja. Ich bin zumindest vertraut ein bisschen, wie das Spiel funktioniert. Da werden wir uns, glaube ich, dann ganz gut zurechtkommen. Ja gut, am du bist Anfang. Für den Twist schon vorgewarnt. Naja, das war ich vorgewarnt, bevor das erste Spiel überhaupt rausgekommen ist. Es wird einen Staubsauger geben. Ja. Ihn hier hinten finde ich super. Der also ist fantastisch. Modell Schlaganfall oder Tim Burton Film, ich bin mir nicht sicher. Das war so ein Modell, haben sie auch unauffällige Masken im Shop? Nein, nur diese hier. Nein, nur auffällige. Tut mir leid, dafür habe ich davon 12. So. Ich nehme alle. Thank you. Ich nehme alle. Doch, tatsächlich, diese Masken kommen noch häufiger. Hier, ja. Auch wieder Tim Burton, nur Marge Simpson. Ja, oder, oder wie heißt er nochmal? Ja. Tish Adams. Ja. Oder auch so ein bisschen Elvira habe ich damals. Ja. Sag mal, ganz kurz, wir kommen gleich wieder zurück. Eine Frage. Ja. Hast du nicht auch damals Elvira, Mistress of the Dark gespielt? Ein bisschen auf dem Amiga, aber ich kenne mich mit Elvira ein bisschen aus, weil sie ja halt vielleicht so spielen wir da mal eine Stunde zusammen. Ich würde das gerne mal wieder spielen. Das ist so scheiße gewesen damals. Wenn wir mal Filme mit Bart oder sowas machen können. Es gibt ja einen Elvira-Film von damals. Ja, okay, an den kann ich mich auch noch grob erinnern. Ja, ja. Aber ich meine schon das Spiel mit dem. Das Point and Click meinst du, ne? Man musste kochen. Wo der Kopf unter der. Genau. Und so. Es gab ganz viele Todesarten. Das war so ein bisschen das Highlight. Ja. Okay, Sarah Schreck. Das ist ein bisschen anders, als ob der eine Immobilienshow auf Vox hat. Digga, auf jeden Fall, ich finde auch, sie soll da eine haben. Wohnen mit Sarah Schreck. Mit Sarah Schreck. Also, schlechter als aktuell. Nein, so. Ich weiß noch nicht, was für ein Dialekt das sein soll, ganz ehrlich, ne? Transsilvanisch. Wie im Vordergrund hast du nicht gesehen, aber wieder eben mit der Maske auch so also durch. Du siehst, er trägt einen. Ja, ja. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Das glaube ich jetzt wirklich. Dass hinter dieser Maske ist irgendjemand versklavt und muss das machen. Oh. Also vielleicht war Luigi oder wir lachen jetzt hier alle, aber so dahinter ist der Terror sozusagen, ja? Ich glaube, da kommt noch eine Auflösung, wer das ist. Aber ja, vielleicht ist es auch wie. Wir haben mit Luigi's Mansion angefangen und es geht weiter mit Hostel, oder? Was ist hier los? Ey, ich fände es schön, wenn die mal eins machen würden, wo sie völlig unerwartet richtig dark wären. Es wäre fantastisch. It's a me! Schlag wo rein ins Knie. Pam, mit so einer Folterszene. Ich will Luigi mit dem so Akkubohrer tanzen. Mit Tarantino-Soundtracks. Und dann kommt Mario mit dem Anzug, ne? Und statt dem Ohr schneidet er den Schnurrbart ab oder so. Ja, oder er hat so diese Rohrzange und zieht sie irgend so einen Pilz, der nicht reden will. Zieht sie ihn rüber. Ich wollte immer sehen, was da drunter ist. Oh, das so. War mein Kopf, meine Kopfhaut. Ja, vielleicht glaubt er ihm nicht, dass das kein Hut ist oder so. Und reißt ihm ab wie so ein, ja. Wie so ein Schnurrbart. Es ist ja, du weißt ja, wonach die Toads aussehen. Also, Pilz oder Penis? Nee, aber beides. Weil, Stormy Daniels sagte ihr was, ne? Ja. Ja. Sie hat hier konkrete Aussagen über das beste Stück von Donald Trump gemacht. Sie hat gesagt, es sieht aus wie der Pilz von Mario Kart. Von Mario Kart. Ja, das kennt sie am ehesten wahrscheinlich. Also, er hat auch Reifen und alles. Ja. Und er riecht nach Gummi. Okay, wir sind in unserem Hotelzimmer. Es ist ein wunderschöner Tag. Was für eine schöne Stimmung. Und was ich toll fand, nichts gegen die Switch und so weiter, aber es ist ja schon ein bisschen betagter von der Technik her. Aber es sieht richtig gut aus, finde ich. Ey, besser kann es wirklich mit der Nintendo-Grafik nicht mehr aussehen. Also man könnte halt, es kann nur noch mehr sein. Ne? Aber guck doch mal die Texturen, alles sieht so geil aus. Man kommt jetzt leider nicht näher ran. Aber ist nicht so authentisch, da fehlt noch der Dreck und die Kakerlaken, die sonst rumlaufen in so einem Hotel. Er ist im Urlaub. Ja? Also er ist im Urlaub, hier ist alles wunderschön. Er bringt doch nicht seine eigenen Ratten mit. Glaubst du, das machen normalerweise, aber wenn du sagst, all-inclusive Urlaub, 500 für 4 Tage oder so, ja? Da ist der Kakerlaken-Rabatt schon mit drin normalerweise. Ich überleg gerade, also wenn du jetzt jemand bist, der seine Arbeit mit nach Hause bringt, aber du arbeitest in der Kanalisation. Die Kakerlaken, ich kümmere mich später drum. Kakerlaken. Ich mach das zu Hause. Ah. Siehst du, komm, er hat die gleiche Hose an wie Luigi, ne? Das ist das Gleiche. Ja, die alte, abgetragene von Mario. Was hat er mit? Er hat noch einen Hosenanzug? War das ein Buch oder war das ein Feldstecher hier? So ein, zum Flachmann? Nee, es war ein Flachmann verkleidet als Buch. Achso, ja. Der Buchflachmann. Nur so kann Luigi sein Schicksal ertragen. Was sind dann so die anonymen Buchleser, ja? Die so tun, als ob es ein Flachmann ist, aber da drin ist dann Tolstoi oder statt Wodka Gorbatschow? Ich habe so viele Filmszenen gerade im Kopf, wo irgendjemand was versteckt in einem Buch.
Gibt's in allen Varianten. Was Intelligentes verstecken hinter dem Trash. Und, hinter und dem umgekehrt aber auch. Das, ist, das waren diese Wechselkomödien. Das, ne? Ist so, das ist so ein Top-Secret-Gag, ne? Ja, 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 genau. Ey, so. Wusstest du, dass von Big gibt es ein Musical? Jetzt? Echt? Ja, da habe ich in London gesehen. Da werde ich auf jeden Fall mal reingehen. Das sah irgendwo, das oder? Cool, das ja. Interessant. Ja. Hab ja Bock drauf. Ja. So, wir sind jetzt aber ruhig. So, jetzt ist eingeschlafen. 20 Minuten später ist auf einmal die schöne Stimmung weg, ne? Die goldene Stunde, das ist hier, hatten wir ja gerade die Zeitumstellung, so sieht das aus normalerweise. Genau, das ist die vor und nach der Zeitumstellung. Winterzeit, Sommerzeit. Ach so, ich kann mich schon bewegen. Guck mal, es war so plastisch. Ja, du dachtest, er ist eingefroren. Du dachtest, hier ist noch Cutscene. Komödiantisches Timing von Nintendo. Nein. Guck mal, hier auch, der Begrüßungsfisch. So. Hatten Sie schon Ihren Begrüßungsfisch? Ich hatte nur meine Willkommensscholle. So. Da waren die Sprengkörper. Ach so, da habe ich meine Erschreckmaschinen. Ja, guck mal, überall die Ballons, die sind jetzt auch sauer. Alles hat sich verändert. Wow. So, jetzt kurz noch mal gucken. Es ist wirklich in diesem Spiel am Anfang noch nicht so, aber ansonsten enorm wichtig, alles sich anzugucken und später dann noch einzusaugen. Es ist wirklich lächerlich und lachhaft, was man da später alles einsaugt. So. Hallo. Oh. Ah, eine Palette. Klar. Wer hat so meinen Kübel mit Skeletten. Nein, die sind gut für die Badewanne. Die lösen sich dann auf im Wasser. Schau mal, dieses Teasing. Ja, ja. Im Spiegel. Du siehst in dem Rahmen, im Rahmen siehst du es nicht, aber nur im Spiegelbild vom Rahmen. Also ein paar Sachen. Aber ich habe ja keinen Sauger. Ich kann es also gar nicht irgendwie. Nee, momentan. Ich kann nur mir die Hose nass machen. Ja, vorne. Ganz im Ernst, Luigi. Gerade du hast gerade. Also jetzt denkt jemand, du hast die voll gepullert. Und das ist auch nicht. Das ist auch nicht gesund, wenn man mal dringend muss. Zum einen diese Hand. Jetzt ist der über den Erschreckmoment hinaus ist es nur noch unangenehm. Jetzt hängt sie halt da. Was machst du denn jetzt da? Versuchst du sie ein bisschen zur Seite zu drücken und dann dein Geschäft zu erledigen? Ich muss ja immer noch. Ja. Ich muss ja immer noch. Ich meine Hand. Hast du dir das durchdacht? Oder packst du die Hand rein und machst sie so, dass sie auch möglichst viel Fläche. Vielleicht soll man sich reinsetzen. Durch die Finger durch. Naja. Hygienehand. Das ist die Hygienehand. Das ist keine Sorge. Mach dir keine Gedanken. Aber nein, die Steuerprüfung. Das wär mal ein ernstzunehmendes Nintendo-Spiel. Ja, wir wurden natürlich getäuscht. Ja, also all das war eine Illusion. Nur nicht die Koffer, die sind noch da. Ey, guck dir mal an, wie viele Koffer die hat. Das ist einfach, die ist kaufsüchtig. Die könnte in so einer RTL-Reality. Und sie benutzt noch Hutschachteln. Sowas sieht man ja auch nicht mehr, ne? Oh. Ich muss zugeben, das hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Nein, wirklich ein bisschen erschreckt. Schau mal, das ist Mario. 502. Schau mal, hier sehen wir den modernen Mann. nein. Hier sehen wir den Klischee-Mann und die Klischee-Frau. Aber naja, guck mal, was glaubst du, hat sie da drin? Ich sehe zwei Hutschachteln, zumindest schon mal. Sind ein paar Schminkkästchen drin, Schminke, 15 Kleider. Klamotten. Was sind diese vier extra Kisten? Sind das vielleicht Freunde von ihr? Das sind noch ein paar Toads, ne? Wenn du welche brauchst. Und bei Mario, der hat 16 Schnurrbärte da drin. Mehr brauchst du nicht. Und halt dieselbe Latzhose. Ja, ganz genau. Er wendet sie, er wäscht sie nicht. Oder sie teilen sich vielleicht wirklich eine, du Idiot. Ja. Oh, und eine, da ist noch ein leerer Koffer. Schau, guck hier, Pizza. Mario! Ja, tatsächlich. Und hat er die bestellt oder mitgebracht? Geh doch mal hin, bitte. Die ist auch schon lange abgelaufen, seit 1983, oder? Ja. Die ist schon ein bisschen drüber. Nein, oder? Das sind die guten vom Opa. Ja. Schau mal, er hat auch hier ich so. Ich hab dir eine mitgebracht aus dem Krieg. Aber auch die Details, er hat auch so Ekeltee bekommen. Ja, wir haben den Fisch, er hat den Tee. Ach, das ist Gift. Hier, schau mal, das ist so Betäubungstee. Ah, okay. Schon, ich wäre runtergegangen und mich beschwert, wo ist mein Begrüßungsfisch? Ganz ehrlich, ne? Wir werden da gleich noch runtergehen. Wenn das Grünkäppchen den schon hat. Das ist wieder mal Luigi, ne? Der wurde einfach vergessen, wie Kevin. Einfach. Ach stimmt, da war ja was mit Luigi. Der ist ja auch hier. Das ist erst im zweiten Spieldrittel, da findest du Kevin angekettet irgendwo in einem der Zimmer. Ey, gerade der Einsatz von Spiegeln wird hier sehr wichtig. Ich hätte jetzt hier fast schon erwartet, dass du dich nicht im Spiegel sehen kannst, dass irgendwie so ein Horror-Gag ist, ne? Die spielen viel damit, dass man manche Sachen nicht im Spiegel sieht. Okay, da sind nochmal 20 Koffer. Noch zwei Hutschachteln. Eine da hinten. Das ist schon. Also wer zahlt das alles? Sie ist Königin, ne? Aber sind das nicht eigentlich Steuergelder?
die sie da veruntreut? Eigentlich schon. Also ich bin mir sehr sicher, dass das Pilzwunderland eigentlich pleite ist. Ne? Das wird nur subventioniert. Das glaube ich auch. Es wird auf jeden Fall von der Klempnervereinigung nur noch massiv unterstützt. Ganz genau. Ne? Und das ist auch so ein Scam. Ja, eigentlich die verstopfen die Toiletten selber, um sie wieder sauer zu machen. Oh ja, das ist ein massiver. Ich glaube, sie brauchen neuen W36-Stopfen. Ne? Aber der, schon mal einen aus dem Auto. Kostet 50 Euro. Den letzten habe ich doch erst vor 3 Wochen ausgebaut. Ey, das geht schnell kaputt. So. Oh, und guck mal, was sie ist schon durchsichtig jetzt, ne? Hey, Papa. Dorame. Grimon. Rulan. Uschnien. Panangrun. Mudstone. Hux. Sa. Tawum. Breda. Set one. Ursa. Show. Luigi. Wie? Haha. Haha, ne? Das ist ein bekannter. Bevor Dinge passieren, sagen Menschen das. Man konnte die Mandeln, ja. Das ist eigentlich der Zahnarzt hier, der geilste Zahnarzt. Es ist eigentlich einfach als A sagen, ne? Du musst nur jemanden erschrecken, du siehst schon hinten den Gaumen. Ja, aber ein Geist wäre sehr gut als Zahnarzt. Der kann ja endlich rein und von innen sich deine Zähne einfach angucken. Mhm, ne? Das ist genial. Wenn ich sie auskenne, hier, ich passe überall in deine Zahnlöcher rein. Ich sehe das ganz genau. König Buu kann ich nicht ernst nehmen. In jedem Teil hat er einen Plan. Und am Ende liegt er. Weil oh, und da, alle wieder gefangen? Und genau wie im ersten Teil. Mal, genau, was ist denn hier? Das ist echt ein bisschen ideenlos von ihm. Das habe ich für dich reserviert. Halt still, Luigi. Das Spiel ist aus. Ein eigenes Bild. Oh nein. Na, immerhin. Mein Denkmal an ihn. Komm schnell her, Luigi. So, und hier habe ich es geschafft, eben zu sterben. Ich habe nicht gedacht, dass man sterben kann. Ja, du auch? Ja. Okay. Ich musste an das Krokodil denken. Oh, er hat dich. Nein! Er hat dich! Nein! Er hat es wieder geschafft! Das kann doch nicht sein! You done it! Es ist ein Kinderspiel! You did it! Ich dachte, ich muss da drücken bei diesem Wagen oder so. Nein, Game Over hatte ich, ja. Wie geil er auch und da so wegstolpert. Ey, das war's. Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay. Viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Wir werden einfach nochmal fortsetzen. Ja, ich war völlig überrascht, als dieser Bildschirm kam. Ich dachte, was jetzt echt? Ich hab's nicht geschafft. Was ist denn deine Zeit? Das war Any Percent, oder? Any Percent. Na gut, so. Okay, ich renne. Okay, nochmal. Runter. Jetzt renne ich oben lang. Alter! Denk, das ist eigentlich das Krokodil aus Resident Evil 2, genau. Oder? Das ist die Sequenz. Oben. Ja, stimmt. Du hättest nicht wieder runter gemusst, weil er hätte dich sonst umgehauen damit. Bleib unten. Sonst fällt das auf dich rauf. Okay, probier's. Ja. Ich fange dich, Luigi. Oh, ja. Dann kommst du in den Rocket Beans Merch Shop. Alles nur das nicht. Jetzt ist er in seinem Element. Ja. In den Rohrkästen. Das ist endlich der richtige Titelbildschirm. Mhm. So soll es aussehen. Das ist aber auch schön. Ich würde trotzdem noch zu Besuch kommen, obwohl es so aussieht. Es kostet noch extra wegen der Aussicht und so weiter. Es ist so Experience-Urlaub, ne? Ja, da ist sogar so ein Abschnitt ist sogar Neon. Also die wissen schon, wie sie mit den jungen Leuten kommunizieren müssen. Die Zimmer drumherum haben auch keine Gardinen oder Jalousien, dass du möglichst nicht schlafen kannst. Party. Hey, aber das ist wirklich so ein Erlebnis, ne? Das ist wie die Restaurants in Japan, ja, wo du dich absichtlich scheiße bedienen lassen kannst, weil dir das auch irgendwas in dir auslöst. Das klingt nach einem Job für mich. Da würde ich gerne arbeiten. Ah, da ist dein Essen. Pff. Die Geister sauber. Ein bisschen Ketchup aufs Omelette. Also eigentlich wie jeder Laden in Deutschland. Oder? Ja, also. Nur da zahlst du mehr. Da zahlst du ein bisschen mehr. Hier ist das Deutsch. Du hast es geschafft, du bist in der Waschküche gelandet. Hast aber natürlich jetzt... Genau da wollte ich hin. Ja, Urlaub ist weg. All deine Familie und Freunde sind gefangen in den Fotos. Eventuell tot. Man kann es nicht genau sagen. Oh. Man muss es annehmen. Heißt das aber, du bist jetzt auch vermögend? Weil niemand kann ja mehr an ihr Konten, oder brauchst du noch die Nummer? Ja, wir müssen die Testamente von Mario finden. Ah. Das ist die Hauptmission. Wir wollen die Kohle wieder. Hier, ein kurz, weil wir jetzt schon die Lampe haben. Man kann also so steuern, links, rechts, und dann hoch, runter. Genau. Was
Ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist schon verwirrend für mich. Es ist ein bisschen verwirrend und ich hatte es ja auch hier mit dem werten Harald Ebert schon mal ausprobieren können. Ja. Es gibt in der finalen Version bis jetzt noch nicht zumindest so ein klassisches Invertieren, wo ich ja, was ich ja brauche. Ja, ja. Und hier kannst du eine Aussuchung hier zählen mit dem rechten Stick entweder alle Richtungen, dass du auch hoch und runter kannst, oder waagerecht ist, dass du mit dem rechten Stick auf einer Achse quasi längst. Was es ein bisschen einfacher macht, aber es hat eine interessante Änderung, die hast du mir erzählt und ich hatte dich ein bisschen überrascht. Dann kann man nämlich. Genau. Ich kann jetzt gerade noch nicht sagen. Richte mit der Lampe. Ich kann das jetzt machen, ja. Genau. Und ich kann, ach ja, natürlich jetzt. Genau, wenn du die Lampe richtest mit dem Kippsensor im Switch-Controller, was für mich tatsächlich auch ein bisschen besser funktioniert hat. Das Schöne finde ich hier diese Twin-Stick-Steuerung, die ich mir immer gewünscht habe. Das macht sich ein bisschen besser, finde ich. Aber, ja, das war irgendwann auf dem Gamecube, was irgendwann man wirklich muss sich daran gewöhnen. Hm? Auf dem Gamecube, was irgendwann wirklich grausig mit der Steuerung fand. Ja, es war auch, weil die diesen kleinen Kamerastick tatsächlich hatten. Ja. Das, vielleicht nicht für jeden. Also für mich war es nichts. So. Ich gehe hier mal raus, weil man kann das eh alles noch nicht aufsaugen. Ja. Also Hundi geht's gut. Donut auf den Augen. Entscheidet der Hund, was für ihn durchlässig ist oder nicht? Na? Also er fällt nicht durch den Boden, er kann Donuts drauf behalten, aber kann dann wieder durch die Wand. Das ist irgendwie so ein bisschen selektiv alles, ne? Ja, das kann der Hund entscheiden wahrscheinlich. Ja. Was hat der Hund überhaupt gemacht, dass er als Geist zurückkehren darf? Das ist auch eine Frage für mich, ne? Weil du kannst dich auch noch im ersten Teil erinnern. Der erste Boss war ja ein riesiges Baby. Bedeutet das? Das Baby hätte auch quasi... Könnte noch weiter leben? Ja, theoretisch, also, aber es ist ja sehr viele Implikationen. Heißt das, damit du da so ein Baby hast, ist da ein Mensch als Baby gestorben? Oder ist es als Geisterbaby geboren worden und bleibt es immer ein Geisterbaby? Das ist ja furchtbar. Ich verstehe es ja nicht. Unfassbar falsch gemacht hat und wiedergeboren wurde als Geisterbaby. Das macht mich vollkommen traurig darunter. Ich finde auch, zugrunde liegt dem Ganzen ein echtes Drama. Weil dieser Hund ist für immer ein Hund und weiß es nicht mal, dass er ein Geisterhund ist. Er denkt wahrscheinlich immer noch, er wäre ein echter Hund. Warum haben wir jetzt eigentlich, ist das unser Auto? Nein. Warum haben wir da den Schreck weg? Oder ist es nur ein normaler Staubsauger? Nee, es ist schon der Schreck weg. Das wird, glaube ich, dann storymäßig erklärt. Und natürlich, wie so schön für so ein altes Auto, vorne ist der Kofferraum, ne? Nicht wundern. Poser. Und der sieht mittlerweile aus wie so ein, wie heißen die, so Dirt Devil? Diese Staubsauger ohne den Beutel? Ja, ich mag die auch sehr, weil man auch einfach, man guckt gerne zu, wie sich das alles ansammelt. Ja. Hier war ich sehr blöd, ich habe das Troll nicht gerafft am Anfang. Ich auch nicht, wer denn schon? Ich habe timingmäßig A gedrückt, ne? Statt gedrückt halten und loslassen. Genau, ich habe das nicht gemacht, ich habe immer gewartet, bis es voll war und dann gedrückt und nichts. Ich habe nicht verstanden. Ja, also, was soll ich sagen, es ist schon, ich kenne das, aber ich will gar nicht drüber reden, weil mir ist das immer unangenehm, wenn ich es dann nicht hinkriege. Oh, jetzt zum Beispiel. ZR ist okay, so, ja, halt, nee, hinten ist ZR. R2 ist saugen. Ich dachte, das hätte ich schon. Oh Mann. Wir hatten es doch gerade schon saugen. Ja, du hast Pusten gehabt vorhin. Das hätte ich also, nee, siehst du, jetzt kommt Pusten. Ja, okay. Jetzt gibt noch mal beides. Und das ist dieser Bums noch der einmal. Bums. Und ja, Bums. Der gute Bums. Wir werden aber gleich sehen, dass man das alles auch wirklich häufig einsetzen kann. Ja, sollte man auch. Ein Dyson. Jetzt kann er nach oben, ne? Jetzt es sind so einfach keine Regeln. Ja. So. Auf Wiedersehen. Schau mal. Komm, süßer Tod. Überall ist was versteckt. Ja, genau. Also hier kannst du ja wirklich alles einsaugen. Alles. Alles verwandelt sich in bare Münze. Auch so, also ich weiß nicht, ob da sind die Leute so unaufmerksam oder versteckt hier irgendjemand wirklich sein ganzes Vermögen? Weil überall ist Geld drin, Scheine, Münzen. Ich meine, ich hatte vielleicht eine Location, wo ich mein Bares hinpacke. Ja? Oder meine Tiere, die da rumlaufen. Aber hier ist ja überall was drin. Und man hat wirklich, ich muss mich an diese Steuerung jetzt erst noch mal gewöhnen. Deswegen eier ich gerade noch ein bisschen. Aber man hat den Drang, alles einzusaugen. Ja. Absolut alles. Man will gar nichts irgendwie. Keine Ratte wird zurückgelassen. Na, oh, und alles wird eingesaugt. Mache ich gleich. Aber vorher will ich noch hier. Da kann man nämlich auch saugen. Ja, pfiff. Überall. Zum Glück keine Leichen. Stell dir mal vor, da würde jetzt die Kinderleiche aus dem, also aus dem ersten Luigi-Menschenteil. Jetzt haben wir die Mafia-Bosse gefunden endlich. Ne? Also der Babygeist hat ja irgendwo da noch eine Babyleiche leider erzeugt. Also das hängt ja leider alles zusammen. Stimmt, die muss ja irgendwo in der Nähe sein. Irgendwo vergraben sein. Der Babygeist ist ja hier dran gebunden. Wir wissen es ja mit dem Indianerfriedhof und alles. Naja. Aber das Baby hätten sie echt rausnehmen sollen. Ich finde, ein Babygeist passt einfach nicht in Luigi's Menschen. Die haben das Spiel ausgeliefert und bis dahin hat niemand dran gedacht, was das impliziert. Ja. Okay, saugen.
ich finde es schön, dass man auch ein bisschen alles sauber macht. Also man räumt es wirklich so ein bisschen auf. Da liegt ein bisschen Dreck, da ist ein Tier, da ist ein Haushaltsgegenstand. Jetzt eigentlich ein weltveränderndes Instrument, dieser Schreck weg. Weil also, er ist ja mittlerweile offensichtlich ein wie ein Perpetuum mobile, nur halt für das Verschwinden von Dingen. Also da könntest du auch den ganzen Müll der Welt einfach einsaugen mit. Atommüll. Aber einfach da, einsaugen. Das ist hier gerade eine Referenz, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und weg ist es. So schnell kann der Sauger gar nicht gucken. Das war eine Analogie für die Finanzen Griechenlands. Ich finde, ich fühle mich auch ständig an unsere Finanzen erinnert. Überall liegt das Viacom-Gold rum in jeder Ecke. So. Ganz genau. Das haben die nämlich damals hier, das haben sie noch versteckt zu Game One-Zeiten. Ne? Ja, das war der Deal, dass wir das vergraben. Wir dürfen es in 25 Jahren erst aufhören. Wir brauchen noch eine Woche, ne? Und dann müssen wir mal gucken. Ey, und hier habe ich sehr, sehr lange, habe ich hier wirklich lange gerätselt. Ich musste ein anderes YouTube-Video anmachen, damit ich weiß, wie es hier weitergeht. Aber es ist auch schwer, weil du kannst nämlich nichts mehr machen jetzt. Du kannst hier so einen Schraubenschlüssel einsaugen, mal eine Ratte, einen Reifen. Oh. Also alles einsaugen. Also ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja? Ne? Ganz unten reingehen, damit du siehst, dass du durch eine Tür kannst. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Ist genau so, ne? Hier. Da ist sogar ein Zeichen für die dumme Tür. Man sieht es einfach nicht. Mann, keine Sau. Man sieht es nicht. So. Das ist doch wirklich scheiße. Ich soll dir sagen, du sollst mal auf dem Steuerkreuz rumdrücken. Mario. Oh. Mario. Das habe ich noch nicht gemacht bisher. Mario. Guck mal, da oben sind Münzen. Guck mal, da oben sind Münzen. Kriegst du die? Ja, ja. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Mario. Ein bisschen hat man. Hast du gerade gerappt oder was? Mario. 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 Mario Deus. Mamadeus, Mariodus. 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 Dr. Seus, Dr. Seus. Dr. Seus. Das ist herrlich. Okay, so. Manchmal muss man auch nur ein bisschen rumeiern und dann passiert was. Das wird hier gleich, glaube ich, passieren. Weiß manchmal nicht, warum. Die war noch gut, die Pflanze. Nix da, nur Staub. Da. Da. Ah. Ah, das ist ja nice. Extrem gut gesichert für so ein Hotel. Ja. Denkst du, da ist jetzt irgendwie die Schatzkiste oder sowas da hinten? Das ist eigentlich ein Automat. Okay. Ja, das ist aber, kann die Schatzkiste sein. Hier kann man was mitmachen, da bin ich mir sicher. Ah, natürlich. So ein kapitalistisches Dreckspiel. Überall geht's nur noch ums Geld. Also da ist Geld und Chips drin, oder? Eigentlich propagiert es gerade Diebstahl. Ja, also das ganze Spiel, ne? Also im Grunde, die gehört ja nichts davon. Ja, du bist nur, ja nicht zu Gast. Nur weil die anderen Geister sind, darf ich die bestehlen. Das nimmt er sich einfach so raus. Und jetzt spannerst du auch noch. Noch mehr Geld. Jetzt spannerst du auch noch. Ja, aber er spannt aufs Geld. Guck mal, das schöne Geld. Wie ja, aber was wäre, wenn er sich jetzt irgendwie eine Geisterfrau umzieht und so? Ja. Da sagst du, ich habe eh nichts gesehen, weil ich direkt durch die Teas geguckt habe. Der Luigi hat gar keine Ahnung, was für ein PR-Desaster er sich da aufführt, wenn er nicht aufpasst. Weißt du, auch du, Luigi, bist in der MeToo-Ära angekommen. Ja, du bist auch nicht sicher. Nintendo denkt, sie wären sicher, aber sie haben keine Ahnung. Und die Darstellung hier von der Frau, der Peach, finde ich auch ganz diskutabel. Warum ist die überhaupt hier nicht so relevant? Warum ist die nicht Hauptcharakter und ihre Freundin? Ja, das werden wir ja noch sehen, wie das da verbaut haben. Nintendo, ihr seid auf ganz dünnem Eis gerade. Ganz dünnes Eis. Ihr seid angezählt von uns. Ganz offiziell zählen wir euch hiermit an. So, Münzen in deiner Nähe warten nur auf dich. Münzen in deiner Umgebung. danke, Chad. Ihr seid aber die Lustigsten. Ey, guck mal, wow, hier unten ist was. Schau mal, da. Ah, da, stimmt. Es gibt in jedem Stockwerk Diamanten, die du einsammeln kannst. Aha. Eventuell kannst du es noch nicht, weil vielleicht so Upgrades oder so holen, aber du hast irgendwie so 5, 6, 7 Diamanten pro Stockwerk, die du zusätzlich sammeln kannst, die versteckt sind. Also so Sammelkrams. Das ist unfassbar, ey. Einfach ganz viel, alles vollgestopft mit irgendeinem Dingens. Warum lässt die mich überhaupt die ganze Zeit jetzt hier rumlaufen? Ich dachte, sie will mich gefangen nehmen und so. Hier, da ist auch so wieder einer und ich krieg den. Ja, den kriegst du. Geht aber nicht. Nein, krieg ich nicht. Der geht nicht. Er will nicht. Oh, fuck. So. Oh, ja, stimmt. Ja, oder du brauchst nachher diese Feuerkacke oder so, ne? Wie beim letzten Mal. Stimmt, man konnte ja Feuer und Wasser einsammeln. Elementar-Saugkraft oder so. Ja, da kommt auch wieder Geld raus. Okay. So, aber die Suppe da unten? Oh. Und schon alles abgestrichen hier, oh mein Gott. Jetzt kommt der Schlagbohrer. Er hat sie fast alle. Ah. Ah.
Das ist ja der Schlagbohrer! Scheiße! What the fuck? Ey, die Geister sind so gut. Aber es sind tote Schlagbohrer, ja? Jetzt kommen sie so. Ach, übrigens. Das ist ja großartig. Ich liebe die. Und jetzt die anderen auch. Die anderen da hinten sind auch. Ah, nee, das ist erstmal sind nur alleine, genau. Ach so, ja. Gleich kommen noch ein paar. Ich liebe die so sehr. Ey, und es ist so viel besser, der Part hier. Ja, mit dem A ist es fantastisch. Es ist befriedigend, es ist so viel Zeug zum Rum, was das aufplatzt und rum irgendwie prasselt. Einfach geil. Oh boy. Oh, hey. Was ist hier los? Ich wollte gerade kacken. Ja, pass auf. Heute wird gespült, ey. So. Ja, schön, dass du ballerst ihn auf den dann einfach drauf, ne? Und ich auf ihn. Ja, es hat ein bisschen was gebracht, immerhin. Oh, nein! Ich hab ihn. Oh, das ist unser. Warte mal, heißt. Ah, nee, er erklärt dir nur nochmal die Steuerung einfach so, weil es nur einfach Tutorial ist, ja. Ich dachte, so eine Art Tag-Team-Move Auch schon fast, jetzt kommt der Hund und beißt ihm noch die Geisterkehle durch oder so. Was der Hund eigentlich für ein Verräter ist, gegen seine eigene Art. Also. Die Geister untereinander müssen sich auch sagen, was ist mit Geisterhund los? Ich sag dir schon mal, es ist der Twist, ne? Am Ende nimmt er so sein Halsband ab und dann wird so große Statur. Es war alles mein Plan, Luigi. Du hast die anderen Geister für mich umgebracht. So hast ich mir das jetzt gedacht. Jetzt bin ich der König der Wuff, Geister. Oh, ein Knochen! Ja, genau. Ah. Ich finde, wir sollten einfach von Nintendo, finde ich, auch mal angestellt werden. Nur verdient. Ja, ja, absolut. Also, Nintendo würde mit uns auf jeden Fall ein bisschen weniger verdienen, als sie sonst machen. Ja, aber wir hätten alle mehr Spaß dabei. Ja, wir hätten mehr Spaß und wir hätten eine spezielle Klientel, sagen wir es mal so. So. Oh, noch was. Moment, hier erstmal gucken, erstmal durchlunsen. Oh ja. Die reiche Maus. So. Lol. Oh, das hat ihm irgendwie Angst gemacht. Da wurde wirklich lange nicht mehr aufgeräumt. Oh, da kommt sie raus. Ah, okay. Spinni. Kann man da. Oh, du kannst den Teppich umdrehen. Ja. Ist ja der Hammer. Ah, heißt das, ich muss die. Kannst du da durchsaugen? Dann kommt einfach das Zeug raus. Kannst du aber sagen, passiert wahrscheinlich nichts, ne? Das ist eine sehr gute Idee. Saug dir einen Raum ein. Das ist wirklich eine gute Idee, aber es funktioniert leider nicht. Leider nicht. Schade, ich würde gerne die Geisterspinne jetzt haben. Ja, hier brauche ich den Spinnen. Wenn du rein physikalisch denkst, wenn das so funktioniert, hier müsste ja hinter der Tür irgendwo gleich links sein, der Raum. Versteckt. Das ist hier. Darf man nicht. Okay, unten ist der Schlüssel. Wir müssen auf jeden Fall nach unten gleich. Der Aufzug. Und hier, genau, hier können wir noch nichts machen. Weil. Es sind sehr viele Optionen. Genau. Aber du kannst. Ah, nee, da bist du hergekommen aus B1, ne? Das ist unser Stockwerk. Und genau, B1 ist, glaube ich, irgendwie, wo wir herkamen. Ja, ja. Ah, ja, da ist der Schlüssel gar nicht gesehen. Da hilft dir wieder der Hund. Doch, der liegt. Das haben wir schon gesehen, dass der unten liegt. Aber du musst das vorher einmal triggern, alles, damit der Hund kommt. Okay. Das ist immer so ein bisschen komisch. Okay, wir machen ganz kurz noch eine kleine Werbung. Und dann sind wir direkt hier wieder. Und dann werden wir ZL und ZR drücken. Oh, geil. Ich bin ganz gespannt, was dann passiert. Wir werden es erleben. Danke, Gregor, dass du hier bist. Wir spielen Luigi's Mansion 3. Bleib dran. Hier wieder zurück bei After Dark mit dem Gregor und mir und Luigi's Mansion 3. Und wir haben gerade eben festgelegt, wir haben es mehr oder weniger beschlossen, 95%. Das wird Speedrun-Dale mit Ring Fit spielen wird. Er muss jetzt anfangen und üben. Durchspielen, 100% so Run oder so. Der Druck, indem man es öffentlich macht. Mit Ring Fit. Ohne, dass die Bescheid wissen. Ja. Ansonsten ist es seine Schuld, ne? Es ist immer seine Schuld. Was war unser Cliffhanger? Wir drücken gleich ZL und ZR. Ja, ich warte auf die Regie. Jetzt! Was? Nein. Ja, so. Was ich vermisse in diesem Spiel. Es sind ein bisschen zu wenig Glücksgeräusche. Der Soundeffekt fehlt mir. Was mache ich mit diesem Button jetzt? Ich will den immer drücken, aber irgendwie, das funktioniert hier nicht. Anleuchten, Mann.
Ist das so? Ist ja. Das ein Leuchtbutton? Ja, ja. Oh Mann, natürlich. Ja, wie das Auto, ja. Alles leuchtet. Aha. Der Sauger. Geheimversteck, guck mal. Geld, oh. Diamanten. Alter, die Ente. Alter, guck dir das an, Mann. Der werde ich richtig gierig. Zack, 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 zack. Da, 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 da. Es ist vielleicht der richtige Moment, auf den Supporters-Club hinzuweisen. Ja. Ihr könnt uns, ihr müsst uns sogar supporten. Es ist enorm wichtig. Und das könnt ihr auf Rugbeans TV Supporters-Club. Eben. Also ich habe von so einem Diamanten, das hält gerade mal für 3 Schuheinlagen für uns hier. Das ist mit all diesen hungrigen Mäulern. Wir brennen ja durch das Geld hier die ganze Zeit. Das ist wirklich, ja, mein Gott, liegt aber auch daran, dass wir damit heizen. Aber es ist schon, ja, wir haben es irgendwo dazu entschlossen, einfach, wenn es kalt ist, einen Fuffi reinzuwerfen in den Ofen. Und das ist so eine schöne Tradition, deswegen sollen wir nicht wegfahren. Wir können ja nicht auf Global Warming warten. Genau, wir haben keine Zeit. Hier, schau mal. Das ist eine neue Spielmechanik. Große. Oh, geil. Oh. Ich wollte gerade sagen, hol dir noch mal deinen Begrüßungsfisch unten in der Ecke. Oh, das übrigens geht wieder weg. Ah ja, stimmt. Manches Geld hier ist flüchtiger als anderes. Das ist irgendwie, es könnte auch eine Aussage drin stecken. Aber manches Geld bleibt immer liegen. Das ist die Inflation, ne? Ja. Das sind so die Devisen. Und wenn du nicht auf die Börse aufpasst, dann ist es weg irgendwie. Das ist so wie ein Negativzinsen. Also hol sie dir einfach schnell. Du weißt nie, ob es noch schlimmer wird danach. Zack, 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 zack. Meine Bitcoins. Irgendwann. Irgendwann habt ihr alle. So, Libra war ja schon mal ein Anfang. Das geht hier ab. So. Mario, endlich. Oh. Jetzt kommt der Moment, wo Luigi, innerlich. Endlich, ja. Aber jetzt. Mario, ich muss das machen. Nimm das nicht. Ja, du dumme Sau. Ich persönlich. Er genießt es eigentlich. Er wollte das schon immer mal machen. Das würde er in dem Film, würde er das sagen. Ja. Das wollte ich dann immer mal machen. Pusher. Hasta la vista, Mario. Hasta la vista, Mario. Ja. Gott, wir beide sind wahrscheinlich die allerschlechtesten italienischen Akzentsprecher. Ja, italienisch, das hat mit Italienisch nicht viel zu tun, aber so. It's a me, Mario. It's a me. Ah. Stimmt. Das ist schon eigentlich sein ganz eigener Slang. Ja, wieder. Ne? Das ist schon. Papa! Also, wenn du einen Italiener triffst, der so reden würdest, den wirst du gleich in die Klapse packen. Ja, den will ich auf jeden Fall. So, schau mal, wir nehmen hier einfach alles mit, ne? Knallhart jedes Kissen. Warum? Einfach nur aus Trotz, damit sich da keiner mehr hinsetzen kann. Ja. Wenn ich schon da nicht mehr sitze, dann darfst du auch kein anderer. So, ach nee, hier ist ja nur der Aufzug. Hatten wir auch schon. Du hast aber nochmal geguckt, ob. Oh, was ist denn der Schlüssel aus deinem Sack gefallen? Fällt mir doch der Schlüssel aus dem Sack. Kann es vielleicht sein, du bist ja jetzt quasi in einem anderen Stockwerk wieder und dass du die Schlüssel nur stockwerkübergreifend haben kannst? Immer nur einen. Dass du den einmal benutzen musst. Ja. Aber. Da wird jetzt Feuerwerk hier in den Mülleimer gepackt. Was soll das? Okay, dann benutzen wir ihn oben erstmal natürlich. Machen wir das mal. Jetzt ist er einigermaßen sauber. Jetzt finde ich es auch wieder. Bezugsfertig. Ja, ich finde auch eigentlich, wahrscheinlich ist das der große Plan, dass wir einfach einmal nicht sauber machen. Anders kriege ich ja dich nicht dazu, Luigi. Das war der Plan für die Immobilie eigentlich, bevor sie nochmal verkauft wird, ne? Ey, das Ding ist danach das Zehnfache wert. Nein, nein, das sind keine Blutspritzer an der Wand. Das ist Tomatensoße. Ah nein, Professor Igitt. Heißt der so Igitt? I.Gitt. Git, 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 git. Git, 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 git. So, da ist noch einer. Ist noch ein Mülleimer, gestapelte Stühle. Guck mal, was jetzt hier. Hörst du das? Ja, die ganz leise. Mit so einer Tröte. Da sitzt jemand auf einer Posaune oder so. Der Hund. Ja, wir wissen es. Doch, da geht. Den lasse ich drin. Ich gebe dir noch mal eine Theorie. Ja? Dr. Igitt. Das sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Baby, oder? Ja. Könnte er als Baby gestorben sein? Und dann ist aber ein Teil von ihm als wandelnde Leiche noch weiter als Professor auf der Erde geblieben, während das Baby hier als Geisterbaby unterwegs war. Ich habe eine schlimmere. Ich glaube, er ist verantwortlich für das Geisterbaby. Er hat seinen Zwillingsbruder oder so und er hat ihn. Hat er etwa ein Faible dafür, nur mit Geistern zu pimpern? Nein, so wollte ich das eigentlich überhaupt nicht Doch, sagen. Genau, nein. Das hast du insinuiert gerade. Aber er hat seinen Bruder getötet und das ist das Geisterbaby, sein Bruder. Oh nein, sein Zwillingsbruder. Ja, deswegen die ganze Geschichte mit dem Haus und so, damit es keiner mitkriegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schöner Geldsack da übrigens noch.
So. Ah, warum sauge ich jetzt hier sogar von den Bediensteten die handgenähten Klamotten ein? Ah. Das ist das einzige Hotel, wo der Concierge nackt rumläuft. Ja, vor allen Dingen, geil. Ein Geldsack. Lass es regnen, Baby. Ey, Leute, ihr wisst ja nicht, wie befriedigend das ist, wenn man so wenig verdient wie wir. Einfach mal hier so alles weg. Oh, die Geräusche. Und es vibriert immer so leicht. Mhm. Okay. Ich brauche mal eine Umfrage. Regie, könnt ihr mal eine Umfrage machen? Und zwar will ich wissen, wie die Leute Luigi's Mansion spielen. Eins, alles verdammt noch mal wegsaugen. Auch bitte so. Alles verdammt noch mal wegsaugen. Oder halt B. Kommt anders. Bitte genau so. Und schau mal, ist das ein Bug oder ist das eine Geisterkiste? Ich glaube, das ist eine Geisterkiste, ne? Weil die taucht nur im Spiegel auf. Du gehst ja auch durch die Kiste gerade. Kannst du sie anscheinen lassen? Kann da was passieren? Oh, der alte Schalter. Oh, guck mal, das entscheidet ja natürlich das Recht, weil da ist nämlich hier der... Dann leuchtet den Schalter doch an. Der ist auf der gegenüberliegenden Seite. Ich dachte, es geht durch das Schalter. Mann! What? Gregor, du Genie! So. Ihr macht den Vote, ne? Alles verdammt noch mal wegsaugen oder anders. Danke. So. Oh, und eine der Masken war da noch. Moment. Aber die Kiste hat's jetzt nicht angedürtelt, ne? Das war nur jetzt dieses Geheimbild. Oh, ja, und da, guck mal, hier hast du auch noch eine Kiste. Ja, du hast recht. Immer diese Kisten im Spiegel. Kann man die denn sehen hier? Guck mal, die kannst du hier auch nicht sehen. Kannst du die aufmachen trotzdem? Mit X? Drücke aber. Okay. Da ist es was für später, wahrscheinlich. Tja. Da ist es für später. Okay. Aber das waren sehr. Weil der Chat sagt auch, für die Kiste braucht ihr die Speziallampe. Ah. Ich meine, dass sie halt diese Zettel, sich die Mühe machen, die Zettel aufzuhängen. Für wen? Ich meine, habt ihr keine Kameras? Meh, 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 meh. Fuck. Oh, sag mal gleichzeitig ein. Yeah, baby. Zack, Bad, Güt, Bad, weg damit. Oh, yes. Kommst du jetzt mit der Kippsteuerung einigermaßen zurecht oder ist das andere besser? Oh, das ist eine gute Frage. Ich finde, beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich mag die irgendwie besser, weil sie mal anders ist. Ist mal ein bisschen was anderes, ne? Es ist so ein bisschen wie die Panzersteuerung bei Resident Evil. Man kann sich dran gewöhnen und dann ist es auch okay. Mhm. Aber irgendwie was Neues. Man kann ruhig mehr ausprobieren, das meine ich. Man sollte mehr ausprobieren damit. Viele Leute da Geld wegwerfen, ey. Aber ich finde schön, dass sie dies ermöglichen, also beide Varianten. Ja. Oh nein, die Kohle. Oh, aber die liegt da noch, oder? Ich hoffe auch. Ach, gut. Ach, cool, gehabt. Kann ich das jetzt auch? Ja. Ah ja, wir können mal auf den Plan mal gucken. Du musst vielleicht einen Umweg durch einen der Räume nehmen, ne? Ob es hier auch irgendeine Sache gibt, wo nichts dahinter ist? Stimmt. So. Aber was ist eigentlich die Aufgabe? Wir haben den Schlüssel. Wir müssen den Schlüssel benutzen. Da können wir jetzt nicht durch die Seite. In dem Raum waren wir, aber neben... Da. Ach, okay. Perfekt. Nee, gut, das den waren wir noch nicht. Dann. Stimmt, der war zu. Funktioniert das so mit Schlüsseln? Na gut, ich akzeptiere das. Ah, natürlich, da waren wir. Ja, komm her. Warum kann ich das nicht nehmen? Das war an der richtigen Stelle natürlich. Unsere Party. Die alten Zeitungen... Ich habe das Gefühl, dass die Entwickler auch sowas wie eine Messi-Vergangenheit hier versuchen zu verarbeiten. Hast du sowas mal im Fernsehen gesehen? Wir machen deine Messi-Wohnung sauber? Da gibt's ja solche Shows. Nee, oder? Aber ich habe bei Leuten gewohnt. Die Stimmt, ich hab's ja vergessen. Ich war da ja auch mal. Stimmt, vergiss, dass ich gefragt habe. Ich hatte diese, okay, wir fahren am Wochenende, hol ich die Scheiße und wir packen das einfach alles weg. Und dann, wo steht das in der anderen Wohnung, wo ihr hingezogen seid? Ja, ja. Sind wir wieder vereint. Schau mal so. Alter, weil es ist tatsächlich, es hat was davon, ne? Weil es ist dann so, dass wir nichts wegwerfen können. Mhm. Das ist lustig, weil der Trant, ich war gestern, meine Katze war, während ich in London war, war die bei Trant. Mhm. Und dann habe ich sie gestern abgeholt. Und er hat mir erzählt, dass er auch so viel Schrott hat. Und er will den Schrott loswerden. Und er hat mir von irgendwelchen alten, welligen, clever und smart Heften erzählt, die so eingenässt sind noch. Und, Moment. Ja, es ist schwierig, wenn man mal so ein bisschen sammelt. Und er will das auch. Ja, wir wollen so eine Marie Kondo, die Transformation oder so machen. Die so eine Marie Kondo-Sendung, wo er den Kram los wird. Wo wir Trant dabei helfen, den Kram loszuwerden. Wo er dann schnüffelt er durch seine vergammelten Clever und Smart auf den Punkt benutzt. Genau. Ich glaube, das bringt mir noch Glück. Does it spark joy in your soul?
Ja, ich finde, dass es echt dem Zeitgeist schon entspricht, sich ja, ein bisschen ja, zu minimalisieren. Du bist ja was Besonderes, du hast ja noch mal du hast ja auch eine spezielle Klasseansammlung. Deine Sammlung ist ja nicht einfach nur so. Ich minimalisiere aber auch hier und da. Ich bin auch in. Du musst immer diese bestimmte Abwägen finden, von wegen, weil sonst musst du dich voll committen, ne, wenn du richtig dann sammeln möchtest. Aber wenn du auf Spiele gehst, ich habe 800 Regale mit 1000 Sachen, wenn du damit anfängst, dann kannst du auch schwer wieder zurück. Man kann nicht alles haben, ja. Aber dass du es ein bisschen abwägen kannst, ne? Und die Marie Kondo-Dinger sind immer so ein bisschen, du fängst dann an und Leute hören dann zu spät auf, ne? Ich habe nur noch 3 Socken, also 3 Stück, 3 Paare, ne? Wenn dann zu viel war. Ja, ich glaube, das, was bei mir am meisten ist, sind irgendwelche Bücher nur. Das ist so mehr die eine Sache, die ich auch einfach liegen lasse. Das sieht halt schön aus, irgendwas muss ja dastehen. Aber eigentlich könnte es auch, ich könnte morgen abhauen und ich würde die Bücher jetzt nicht vermissen. Ja, bei Büchern so. Ist ja noch mal sowas, ich meine gerade, wenn du jetzt DVD-Spiele, Medien oder sonst was da ist, es repräsentiert ja so ein bisschen dein Selbst, ne? Nicht nur für die Leute, die da bei dir vorbeischauen, genau, sondern auch für dich selbst, ne? Dass du auch so ein bisschen spürst, das bin ungefähr ich hier, was ich hier finde. Und bei Büchern, die kannst du ja ruhig, du kannst auch 500.000 Bücher haben, in ein Regal reinpacken, so, dann fühle ich mich auch intellektuell, auch wenn ich nur die Hälfte davon gelesen habe. Ja gut, es ist ja, man muss ja nicht alles gelesen X haben. Ist die Geisterlampe, ja, glaube ich. Moment, X Geisterlampe? Ja. Du hast ja gerade eine aufgenommen. Ach so, natürlich, das habe ich natürlich nicht vergessen. X oder Y? Ja, das wusste ich doch. Das war die. Aber ja. Da haben wir ihn befreit. So, das ging schnell. Besser. Ja, das ging fix. Oh, ja. Wo sind die Noten? Hä? Luigi. Luigi. Spricht er wie ein Ewok? No. Was ist das für ein Verräterschwein? Wir haben den doch schon mal gerettet, warum denn nochmal? Ja, denn, ich meine, gut, so, die Logik ist irgendwo, ja. Ich meine, wie oft wollen wir noch denselben Fehler machen? Du siehst, was das mit Peach geworden ist, ne, und Mario. Ne? Die sind codependent, nur noch so abhängig voneinander. Eben, so ein bisschen. Bist du schon entführt worden? Nein, dann ruf ich nichts mehr an. Weißt du noch, die Game One-Einspieler? Weil du dich immer hast entführen lassen, du Schlampe! Lass mich doch allein! Das war halb Hasselhoff, halb Mario, ne? Ja, genau. Ach, schön. Als die Jugend von heute noch den Hasselhoff-Burger kennt. Ja, heute kennt das ja keiner mehr. So, wir haben ihn befreit. Und was wir jetzt? Wir haben ihn befreit und er will zu seinem Auto, glaube ich. Ja, aber wo soll ich denn wissen, wo du geparkt hast? Ey, sag mal, Simon, das sieht gut aus. Ja, nee, er läuft, aber er ist kopflastig. Ne? Das, ja, heißt, der Kopf kommt nicht mit dem Körper mit und er schwingt durch die Physik nach hinten. Das ist für ihn richtig schmerzhaft. Ja, wirklich. Ja, total Verspannung. Der ist die Physik auf dem Mond gewöhnt, ne? Nicht die Gravitation auf der Erde oder so. Der Mond ist auf seinen Schultern. Guck ihn dir an. Und dann die Haare. Der Mann hat ein echtes Problem. Ja, hör auf! Ja, Mann, jetzt erzähl dir mir von dem Gold. Das weiß ich doch. Auch schön, wie er immer geblendet wird von mir. So. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Tja. Keine Aufzugknöpfe mehr. Und wie wir alle wissen, Aufzug geht nur, wenn du die richtigen Knöpfe hast. Ja. Ey, aber kann das sein, dass das Spiel verdammt groß ist? Ich meine, braucht man wirklich alle Knöpfe? Das ist doch dann am Ende ganz schön. Das sind ganz 20, Haufen. 20 Stockwerke, oder? Ja. Wir sind 8 in einer Reihe, also 16, 17 oben. Oh, sag mal 17 Stunden, 18 Stunden. Das ist, glaube ich, schon ein ganz ordentliches Game. Also ich denke mal, das ist schon um einiges umfangreicher als der erste Teil. Ja, der erste Teil kann ich nicht beurteilen. Den zweiten haben wir beide nicht so richtig gespielt. Ich glaube, der war auch recht lang, aber auch langwierig. Ne? Ja, auch, also wie gesagt, selbst der erste hatte ja schon so ein bisschen Backtracking. Ja, ja. Aber es ist schön, dass man so lange spielen kann. Der Chat sagt hier, der Forscher erinnert ihn an Götz Alsmann. Ja, Mann, natürlich.
jeden Fall. Ganz altmal. Wie ist nochmal die Show dann abends mit der Frau? Ach, Mann. Die Talkshow da? Ja, ja, warte mal. Die suchten einen für ihre WG, ne? Ja, die genau. Zimmerfrei. Zimmerfrei, das Zimmerfrei. Ist, ja. Ich hab mal mit Götz. Ich hab das so random. Ich hab bei Giga damals gegen Götz Alsmann Tekken gespielt. Ich meine, das kannst du eigentlich. Wie kam es dazu? Naja. Okay. Gegen Götz Alsmann Tekken, ne? Von all den Sachen, ey. Lass mich raten, der hat immer mit dem Bären gespielt, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ach, die hatten da so keinen Bock drauf. Die haben aber irgendwas genommen, haben ein bisschen rumgedrückt und dann waren die nach 3 Minuten waren die da schnell weg. Ey, ich war sehr beeindruckt, wenn er auf einmal anfängt und Zehner kommen muss mit Lee raushaut oder so. Ja, das wäre, da habe ich immer drauf gewartet, dass mich mal einer richtig hardcore überrascht und abzog. Nee, aber die einzigen, die das immer konnten, waren die Fußballspieler und die Sportler. Die waren immer bei Tekken und so waren die am Start. Das wird mich nicht wundern. Der Internetsender, der erste Internetsender Deutschlands. Ja, dann müsst ihr natürlich auch mal ein bisschen was spielen, ne? Ja, das war bei Giga echt immer lustig, wenn er so ein Star einmal durch alle Abteilungen gekarrt wurde. Da war ja auch Adam Sandler und so, waren ja echt auch ein paar Schwergewichte damals. Wie hat der in Tekken abgeschnitten? Der hat, glaube ich, der konnte das, ja? Ja, der gut, konnte das natürlich, hat mich nicht gewundert. Der war nicht schlecht. Okay. I'm gonna play with him. So ungefähr, ne? Ja. Ziemlich genau so. Was ist denn jetzt los hier? So, und der Boss-Time. Ja, aber er macht sich da so einen Stress. Ja, okay, der ist hier. Sie warten, bis er daneben geworfen hat und schon kannst du ihn wegsmacken hier, ne? Aber ich nehme an, dass ich zwischendurch ja. Nochmal eine Phase. Ja, weil der Chat gerade, ich glaube, Angela Merkel ist ganz gut mit Heihachi. Will mir vorstellen. Die hat da so ein paar richtig gute Killer-Kombos. Ah, was ist hier mit dem Koffer? Achso, den hast du angesaugt. Kannst du ihn vielleicht mit Pusten wieder auf ihn hinschmeißen? Ich glaube, das geht. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber das wäre gegangen. Wie ich es dem gebe, ey, dem armen Mann. Den gibst du es so richtig. Mal gucken, kann man schießen? Nee, tatsächlich, jetzt geht's irgendwie nicht mehr. Ja. Ah, okay, dann mit denen nicht. Ah, guck mal, der blockt damit das Licht. Du musst also warten, bis er einmal geworfen hat, ne? Na komm. Na ja, gut, komm her, mein Freund. Komm. Endlich. Oh, nein. Schön. Ah, oh, das hat irgendwie auch was Obszönes. Aber den Hut noch mitgenommen. Den Hut nimmt er noch mit. Den brauche ich da noch im. So, wir können den Vote mal auflösen. Ja. Was sagt der Vote eigentlich? Ich glaube, wir sind durch mit dem Vote. Die Frage war, wie spielt ihr Luigi's Mansion 3? Und oder anders. Alles wegsaugen, also alles ratzenkahl, bis noch der blanke Beton übrig ist. Die Seele die wegsaugen. Seele, ja. Und dann oder eben anders. Okay. 87%, 87,3% sind saugen und der Rest ist anders. Geil. Ja, das ist doch schön. Ah, wahrscheinlich gehört ihm auch das, die alte Karre, ne? Nehme ich an. Ja, das war seine Karre, wo du den raus hast. Ja, laut dem Chat zockt Angela Merkel Dark Souls. Aber nur im Multiplayer. Immer noch mein größter Tweet leider und nur nicht mal von mir der Gag. Aber solange ich ihn gern genommen. Du die Likes hast, ist das. Ja, solange ich die Likes habe, das ist, wer die Likes hat, schreibt die Geschichte. Mein meistgelikedes Twitter-Foto ist, glaube ich, wo ich irgendwo mal so eine Meme gefunden habe, wo jemand eine Brille in eine Brotbackmaschine gefallen ist und die eingebacken war im Brot. So ein geschmolzenes Gestell unten, ne? Leicht 1000 Likes. Super. Ja, das ist leicht. Ja. Aber gut. Also alle gut gecrafteten Witze oder sehr perfekt gemachten Bilder. Brauchst du nicht. Ja, brauchst du nicht. Siehst du hier doch. Es geht nur noch darum, möglichst viel von allem zu haben. Ach ja. Meine Augen sind hier, Professor. Okay. Es ist ja innen viel größer als von außen. Was ist jetzt los? That's what she said. Hat er nicht gerade gesagt, dass er ein Auto hat? Ja, im Auto war hier sein Nudelsieb, was automatisch. Also sein Haus war im Auto. Ja. Im Nudelsieb. Eigentlich andersrum, aber bei ihm, naja. Ne? Naja. Ist er Prof. Aber sogar eine Kamera. Ja. Er traut dann auch niemandem. Und der Dreckshund, guck mal, wie loyal er jetzt plötzlich dem Wissenschaftler gegenüber ist. Er ist nicht mehr unser Hund jetzt. Ja, kommst du auch nicht mit rein, Hundi? Bleibst einfach da draußen stehen, ne? Obwohl er. Wow. Nachts bitte nur draußen, Hund. Wow. Wenn ich jetzt nur wie Stephen Hawking auch nur tippen könnte. Ich
ich finde auch, er ist ja auch so, er ist schon ein bisschen benachteiligt, oder so körperlich. Also, außerdem, die Riesenfüße auch. Ich sag ja nicht, dass das vielleicht funktioniert in dieser Welt so, aber guck mal, der hat unter der Brille keine Augen. Ja, der hat so kleine Knopfäugelchen. Wenn überhaupt, ne? Suku, suku. Das hört sich eher sehr unanständig an. Ich glaube, das sind so japanische Wortfetzen. So Halben, Silben, ne? Silben. Ja, die wahrscheinlich von der Phonetik, von der Betonung so ein bisschen klingen, wahrscheinlich, dass sie Japaner das verstehen. Ja, Japaner verstehen sie, wir finden es unanständig. Suku, suku ist für mich irgendwie. Suku, suku. $5, suku, suku. Also das ist jetzt eine neue Station hier, ne? Scheinbar, ja. So wie du bei Teil 1 aus dem Haus rausgegangen bist, ja, in dein Labor, ne? Ah, endlich. Ja. Und hier wird auch alles jetzt schnell hochgeladen, dauert nicht mehr lange. Ja, das Leute, alles in die Cloud heutzutage. Das ist nicht mehr wie im ersten Teil. Stimmt, brauchst keinen lokalen Speicher, die Geister kommen in die Cloud. Wow. Und benutzt auch nicht die Maus. Luigi, suku suku. Yabo yabo. Yabo yabo, suku suku. Oh, wir kriegen eine neue Erfindung. Ah, der Virtual Boo. Das ist ja geil. Das ist lustig. BB. Okay, das ist so eine typische Kamerasituation. Ja, ja. Ne? Da sehe ich dann irgendwelche Geister. Der Gameboy-Horror-Ersatz. Ja, okay. Genau. Siehst du, hier geht's auch wieder nur um Geld. Der will die Scheiße einfach nur verkaufen. Und noch was? Der Detektograf im Aufzug bitte anbringen. Na gut. Ciotto, ciotto. Ciotto, matte. So, okay. Hier kannst du Einstellungen machen und auch den Multiplayer anschmeißen, wenn du möchtest. Aber ich glaube, es ist nicht Koop im Spiel, sondern es sind so mehr Spieler bis 8 Leute, so Arenen, die du machen kannst. Plus okay, diesen einen Modus mit den random Hotelräumen, den wir mal gesehen haben. Ah, okay, aber ja, ich habe das, glaube ich, alles noch nicht so. Ja, das sind aber auch Sachen, okay, glaube ich, auch noch nicht. Ja, mit Start, mit Plus kannst du dann diesen Virtual Boo, ja, anmachen zwischendurch. Und du hast jetzt, glaube ich, auch eine Karte, wenn ich mich richtig erinnere, die immer eingeblendet ist. Ein Blick aufs Protokoll. Aufs Protokoll, ja. Okay, installiere den Detektograf. Okay. Ja, das ist das, okay, was wir machen. Na gut. Nee, eigentlich will ich raus. Die Questliste, einfach B. Achso, ich gehe Menü gesteuert. Ah, zum Titelbildschirm. Hotel erforschen. Hotel erforschen, natürlich. Man denkt auch, da kann man rumlaufen. Und du hast noch 2 neue Aufzugknöpfe da, ne? Die du jetzt installieren kannst. Tja, okay. Ah ja, und du siehst jetzt hast du die Map da oben die ganze Zeit. Und das hier haben wir schon gemacht. Okay, und die Map ist jetzt natürlich sehr hilfreich. Ja. Jetzt wüsste man auch, wo eine Tür ist. Jetzt ist es leichter. Ja, ich finde, man kommt schon ganz gut rein. Es ist hier ja schön, dass wir so weit geschafft haben. Was ist denn hier? Könnte ich hier jetzt schon was machen? Nee, noch nicht. Ne? Hier noch, okay, nicht, leider. Specktracking, so wie es gehört. Ja, das gehört bei dem Titel, muss man ja sagen, schon zum Programm. Halt immer $3 im Arsch. Ja, die wollte gerade irgendwie um die Ecke, wollte die hier das verzocken an der Rennbahn. Ja. Deswegen haben wir schön die Kohle. Noch, schön in der Spielothek in den Laden rein, ne? Lieber, die soll froh sein, dass wir der Frau nichts sagen. Ich pack das Geld in den Automaten und hoffe immer, dass 3 Fliegen kommen, ne? Ja, genau, das ist. Kommt einfach. Ding, 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 ding. Kann man denn nicht mal 200.000, 300.000 in unsere Ideen investieren? Es ist so wie in der Spielentwicklung. Ich könnte keinen einzigen Job bei einem Spielentwickler machen, außer denen dumme Ideen geben. Ja, aber das sind doch die wichtigen Jobs. Aber die guten Ideen. Die guten dummen Ideen. Ja, ohne meinen kreativen Scheiß würde ich auch keine guten Spiele machen können. Ich finde auch. Kollisionsabfrage. Ne? Also was machen kann. Bei Kojima klappt das doch auch mal. Ja.
Oh, hast du schon Death Stranding? Du bist schon durch. Ich hab's durchgespielt, ja. Ich hab noch nichts gesehen. Ich will mir auch extra nichts angucken. Nicht, du spielst es ja mit Nils. Ich werde es mit Nils spielen. Genau, ja, wir haben zwei sehr lange Sessions. Lass dich da überraschen. Ich musste um Nils kämpfen, weil der hat so geil damals beim Trailer interpretiert, dass ich mir dachte, ey, der Nils, der muss dabei sein. Und er hat auch ja gesagt und das wird, glaube ich, sehr unterhaltsam. Ja, mach das mal, das Spiel, das man selber erleben muss. Alle anderen können sich gerne natürlich das Gespräch zwischen Ilias und mir hier auf dem Kanal ansehen. Ja, natürlich. Also das wollte ich damit jetzt nicht schmälern. Nein, es gibt schon eine Menge, nur ich habe es, wie gesagt, noch nicht mal gesehen. Ilias und ich mussten schön hier quasi unser Erst- und Zweitgeborenen unterschreiben, dass wir bloß keinen anderen daran lassen vorher. Ja, kann ich verstehen. Ja. Und deshalb alles erstmal unter Verschluss. Das ist aber auch in Ordnung. Finde ich auch. Take the bullet. Danke Chat am Donnerstag und am Freitag. Eine Sache, du hast ja jetzt dieses Speziallicht, ne, mit X. Ne? Stimmt. Da bist du an dem Gemälde vorbeigelaufen, das hatte ich auch. Ach ja, und den Tropfen hast du auch noch, ne? Den habe ich ganz vergessen, ja. Und dann kannst du ansaugen jetzt, wenn du da dran bist. Da kann man Sachen sich quasi wegziehen. Das bringt mir jetzt nichts, okay, aber... Ja, aber bei den meisten... Die Knöpfe, genau, werde ich auch gleich mal gucken. Ich glaube, vielleicht bei diesem Gemälde auch hier, wenn du dies anleuchtest. Ich glaube, manche konntest du auf jeden Fall so anleuchten mit dem... Ach, stimmt, der falsche, nee. Das ist es. So, ne? Passiert da was? Aber nicht, nee. Nee, aber irgendwo da hinten war noch eins auf jeden Fall, glaube ich, mit dem. Da kann ich mich nämlich noch dran erinnern. Kann man ab und zu mal probieren. Hier, ne? Ah! Von wegen dieser ganzen versteckten Stadt, das sind schon zwei von den sechs aus diesem Stockwerk. Das ist gut. Also nach und nach kommen immer mehr so Kleinkrams dazu. Jemand hat gerade gesagt, damit geht die Waschmaschine auf. Jetzt will ich es kurz mal probieren. Okay. Das treibt mich nämlich nachts um, dass ich diese dämliche Waschmaschine nicht aufbekomme. Die war. Unten. Ja. Zurück. Genau, das wäre hier links. Ich muss die ganze Zeit an Resident Evil denken. Das sind jetzt mal auch die Tiefgarage. Ja. Man kriegt es nicht mehr aus seinem Kopf. So, endlich die. Wie kann ich denn jetzt? Warte mal, lass mich kurz überlegen. Ja, du benutzt den Karo-Schlüssel da. Ach so, oder? Kann das sein? Ja, ja. Und? Achso, ja. Ja, geil! Ja. Guck mal, jetzt hast du schon drei. Ja, super. Die Musik gefällt mir sehr gut diesmal. Das hat wirklich sehr viel Charme. Ich glaube, bevor wir die Knöpfe... Ja, ich wollte. Ach so, das war die Aufgabe. Ich wollte trotzdem noch mal gucken, was hier noch ist. Aber mach du ruhig und ich guck dir. Aber geh bitte sofort dahin. Mach bitte genau das. Mach ruhig, aber mach eigentlich. Willst du nicht lieber? Das sieht nicht gesund aus. Okay. Sitzt da schön. Das ist ja Hammer. Jetzt sitzt er in seiner gemütlichen Ecke. Und hat seinen Vertreter. Browser, ich brauche nicht mal raus, ich gucke einfach durch die Kameras. So. Okay, du kannst dir hier Infos dann holen an dem Monitor. Über die einzelnen Stockwerke anscheinend. So, Stöpsel. Für mich sehen die aus wie kleine Glühbirnen, muss ich sagen. Ja, total. Ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube, es gibt sowas. Ich glaube, dass es diese alten Dinger gibt, die auch nur dann funktionieren, wenn sie rein. So reingeschraubt irgendwie, ist. Vielleicht habe ich das mal in einem alten Star Trek in irgendeinem Picard. Okay, du denkst auch Zeitreise-Ding. Du denkst auch, nee, du denkst an die Folge, wo zweite Staffel, The Next Generation. Ja. Sie finden einen verlassenen Planeten im Weltraum, aber da ist ein Hotel da. Nur ein Hotel und sonst auf nichts. Auf dem verlassenen Planeten. Genau. Und Picard, Data und ich will sagen Riker beamen darunter. Merkt man aber, dass sie nicht aus dem Hotel da raus beamen können, ne? Und währenddessen passieren da Sachen. Sie finden ein Buch in dem Hotel. Fuck, das. Nee, ich glaube, die habe ich nicht gesehen, wobei ich dachte, ich kenne alle. Die müsste ich eigentlich kennen, die ist berühmt. Ja, aber eigentlich müsste ich mich ja dran erinnern, ne? Weil die Geschichte war, sie gucken im Hotel und da sind alles so Charaktere drin. Der reiche Magnat aus Texas und unten spielen die dann mit den Würfeln. Ja, Mann, irgendwas war da. Und da ist so ein Deal mit Gangstern, der passiert. Ja, soll, doch. Ne? Und sie finden dann in einem Zimmer eine Leiche in einem Astronautenanzug. Ja. Und daneben ein Buch. Ja, und in diesem Buch steht alles genauso drin, wie das im Hotel da gerade passiert. Und die Geschichte, glaube ich, war so, dass dieser Astronaut gehörte zu einer Menschenexpedition und da war ein Alien schuld, dass dessen Raumschiff auf dem Planeten zerschellt ist. Ja, all seine Crew ist gestorben vom Menschen, aber
das Alien hat natürlich Schuldgefühle gehabt, ne, und hat diesen Menschen am Leben behalten. Ich verstehe, ja, ja, doch, und die Auflösung, nicht, genau. Warte mal kurz, du musst ja kurz, wir müssen diese fucking VR-Nummer jetzt machen und sie klappt nicht. Ich drücke bloß und er geht auf die blöde Karte. Das ist. Und wenn ich X drücke, sagt er mir, was willst du denn, Luigi, du willst doch die Scheiße hier mit dem VR machen. Wie? Wähle mit Igitt sprechen, dann drück einmal öffne plus. Mit Hilfe, mit Igitt sprechen, aber ja. Warte. Das ist so. Achso, geh mal raus. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Drück einmal Plus. Ja, ja, da hab ich. Hoch jetzt. Und runter, da. Okay. So. Da ist er. Ah, du kannst gerne weiter erzählen. Entschuldige, ich habe dich natürlich voll abgelenkt. Ja, aber hier. Am Ende ist es doch immer ein Alien. Das Alien meistens ist ein Alien, was in einem Hologramm oder irgendwie mit seiner Macht sich eine eigene Welt geschaffen hat, eben. Um nicht verrückt zu werden, zum Beispiel. Es hat den gegenteiligen Effekt gehabt, aber das Alien dachte, so ist die Menschheit, hat die ganzen Infos aus dem Buch rausgeholt und hat diese Geschichte nachgestellt. Er ist aber verrückt geworden da drin und ist irgendwann dann nach 20 Jahren gestorben, wo sich immer diese gleiche Geschichte abgespielt hat im Hotel. Aber auch verrückt werden. Ja, dann hat Data aber betrogen beim Würfelspielen. Ja, und er hat dann die Bank gesprengt und die Geschichte zu Ende gebracht. Okay. Indem er die Würfel manipuliert hat. Also guckt sie euch mal an. Zweite Staffel, glaube ich, war es. Ich habe auch gerade heute eine Folge gesehen, tatsächlich auch davon, wo Data eine Freundin hat. Das war sehr interessant. Oh ja, Staffel 4. Ja, genau. Lower Decks? Weiß nicht mehr ganz genau. Ganz kurz. So, wir sollen den Koffer holen. Wo könnte der denn sein? Bei ihr? Also bei ihm direkt im Haus, oder was? Du musst hochfahren, du hast jetzt neue Stockwerke. Ja, ja, aber... Ja. So. Es ist nicht einfach. Alle ja, ich lenke dich hier natürlich auch ab. Naja, Konzentration. Wenn du wenigstens ein bisschen aufpassen würdest, stellvertretend, aber du lenkst dir einfach nur ab. Ja, du musst, so, du musst in den dritten oder fünften Stock hoch. Weißt du das oder ja, denkst du das aber nur, sagst du das nur ja. So? Ich hatte den Anfang auch kurz gespielt, also du musst noch einmal hoch. Aber hier ist doch sein Ding. Genau, aber er hat natürlich ein Zimmer in dem Hotel gehabt, ja. Ne, und da hat er seine Sachen schon hochgebracht. Und der wurde ja danach auch gefangen. Als ja, du hast recht. Jetzt, er braucht noch Items aus seinem Koffer, den wir erstmal zurückholen müssen. Ey, Leute, ich mach das nicht. Es ärgert mich auch. So. Dim. Wenn ihr so. Den Koffer habt, könnt ihr zu zweit spielen, sagt der Chat. Was, ernsthaft? Ach ja, stimmt. Ja, da ist ja ein Feature. Das ist ja interessant. Ja. Vielleicht schaffen wir das noch. Wir haben noch 20 Minuten. Nur ein bisschen mehr sogar. 50 Minuten. Jo. Das sollte man eigentlich schaffen. Okay, in den fünften Stock. Hat er Fünfter gesagt? Fünfter oder Dritter? Du hast gerade Fünfter gesagt. Ja, Dritter oder Fünfter, eins von beiden. Wir haben ja zwei Knöpfe. Ja, es gibt ja eh nur einen Knopf. Achso, ja, dann der Fünfte, ja. Da fahren wir. Ist doch perfekter Cliffhanger, oder? No? Ich finde auch, wir werden gleich hier im Aufzug wieder starten, wenn wir im fünften Aufzug angekommen sind. Im fünften Gang sind wir schon längst, aber jetzt auch noch im fünften Aufzug. Schalten wir einmal zurück. Fünfter Aufzug, fünftes Stockwerk. Simon, Mensch, denk, nur noch 50 Minuten, das schaffst du. Zu viele Fünfen heute. In 5 Minuten sehen wir uns wieder hier. Mein letztes Semester an der Schule. Aber Moment, hier kurz noch, Intro, ja. Das gucken wir uns an. Ja. Oh, war das spannend. Spannend. Nochmal durchatmen. Und dann geht's gleich hier weiter in die letzte Session mit uns beiden. Hola. Geil. Es ist der beste Klingelton ever. Ich finde auch, das könnt ihr euch direkt jetzt hier so rausschneiden und uns dann ein bisschen Geld überweisen dafür. Wir haben gerade jetzt hier unsere VR-Brille. Und bin mir nicht sicher, ob ich wegdrücken soll oder nicht. Die Leute sagen es mal so, mal so. Ich finde es nicht so spannend, dass man nicht dahinter kommt, was ich glaube, die Info vermitteln wir ja. Ja, wir müssen das ist kein wertvolles Gespräch, den Sauger hast du, ne? Den haben wir ja eben auch schon, diesen Pömpel, ne? Den haben wir ja auch schon eben ein bisschen benutzt. Wo ist er denn nochmal? Wir finden ihn. Viereck Y. Warte kurz. Oh, das geht ja auch. Große Garte. Ich wollte eigentlich nur Mario sagen. Mario. Mario. Da. Da ist der Pümpel. Mario. Hier ist aber, jetzt merke ich ein Problem. Das ist interessant. Guck mal, du kannst jetzt nämlich, weil du hier mit... ist das zu empfindlich? Du kannst jetzt halt nicht mehr, du müsstest jetzt so irgendwie steuern. Ach so. Verstehst du? Weil du ja quasi den Button schon gedrückt hältst.
Also ah, ich kann jetzt nicht links und rechts steuern. Ich verstehe. Oder kann ich das hier mit? Nee, ich kann nur so. Ah, ich verstehe, was du meinst. Und ich auch sonst nicht. Ja. Ich müsste quasi mit dem. Das ist das Problem, ja. Ah, das ist ja interessant. Okay, das, aber das geht so halt löst sich aber auch nicht, wenn du die andere Steuerung hast, weil du musst ja auch immer noch mit dem rechten Stick dann hoch und runter. Ja, es ist noch nicht optimal, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht, dahinter vielleicht kommen. Vielleicht musst du dich committen, in welche Richtung du schießt und dann damit zurechtkommen hier, dass du danach nicht... Oh, das ist gut. Ja, das finde ich gut. Ein schönes Gefühl. Schultertasten wird hier gesagt. Ach, du kannst mit den Schultertasten drehen, vielleicht? L und R? Ah, nee, man kann mit den Schultertasten auch schießen, ja. Also die Kampel verschießen. Ah, okay. Da bin ich wahrscheinlich zu schwach. Da bist du zu schwach, ja. L Pömpel, R Taschenlampe. Ja, okay, wir haben es verstanden, sehr gut. Okay. Da muss man aber auch sagen, bietet einfach nur einen Knopf an, dann kann nichts, kann nichts schief gehen. Dann kann nichts schief gehen. Aber sie haben schon viel, also viele Features drin, so viele Spielmechaniken. Oder? Ich mein, der ist später noch Guigi, den wir ja schon kennen, jetzt dieser Pömpel. Und man weiß ja von Nintendo, dass sie oft aus den kleinsten Dingen interessante Rätsel spinnen können. Ja, von den Sachen, die ich auf der Gamescom schon gesehen hatte, da kann ich auch so 5 Minuten mal einen Abschnitt spielen. Mhm. Das ist wieder so schönes Gepuzzle, ne? Mit all den Elementen, die du hast. Auch nicht zu anstrengend, so, nicht zu fordernd, ja. Könnte man sagen. Ja, es hat die richtige Mischung sozusagen aus. Ich habe noch Spaß beim Entdecken und alles kaputt saugen, aber auch ein bisschen nachdenken, dass ich nicht sofort schaffe. Ja, manchmal kann man die Rätsel auch durch pures Ausprobieren lösen. Solange ich hier nicht wieder, oder wenn, hoffentlich, wenn es drin ist, dass ich es besser lösen, finde ich hier diese 50 Bu-Geister, die nochmal... Aha. Okay. Apropos Waschküche, ja. Da fliegt das Klopapier. Da fliegt es. Auch hier benutzen Geister dann. Oh, jemand sagt, zieh den Geldautomat mit dem Pömpel weg. Ja, schau mal, dahinter ist nämlich eine Tür. Oh, man muss du musst ihn aber von der rechten Seite ziehen, oder? Das kann sein. Man muss auch mal ein bisschen hier auf diese Bodenlinie achten. Stimmt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, so logisch. Aber das ist ja das, was wir meinen. Das Spiel steckt halt voller kleiner so Details, sag ich mal. Okay, dann geht's nur von vorne. Probier's mal von vorne, auch wenn das physikalisch keinen Sinn macht. Oh. Sehr nah am Tod weg, Leute. Aha, aha, aha. Oho. Aha. Aha. Da, da, da. Zum Geist. Was ist los? Was ist das? Da, da, da. Da, da, da. Da ist Geist drin. Wie, warte mal, wir haben es eben gemacht. Ach, hier auch wieder mit dem Pömpel. Ja. Macht er jetzt hier so ein Eimer Party da drin, ne? Der kann doch ist ja voll der Geister. Oh, ich helfe ihm ja eigentlich. Brennt der? Er wirkt, kann ein Geist brennen? Können Geister überhaupt brennen? Ich glaube, sie brennen für ihre Leidenschaft maximal, aber nicht. Für das Geistsein. Der ist nur so gelb und er brennt, weil er so viel Gold im Arsch hat. Ne? Ja, wir helfen ihm da. Ja, wir helfen ihm auf jeden Fall helfen. Guck mal, du wirst doch auch in die niedrigere Steuerklasse. Du kannst entweder heiraten oder. So. Ja. Oder. Weil dann bist du auch von deinem Geld getrennt, wenn du da bist. Ah, geschafft. Oh, geil. Ich meine, können Geister überhaupt heiraten? Was heißt du bis zum Tod, bis dass der Tod uns scheidet? Niemand möchte doch so ein Commitment über den Tod hinaus. Naja, theoretisch, wenn du vorverheiratet warst, kannst du noch mal heiraten. Ne? Weil da bist du ja schon so eine Autoscheidung hast du mit drin, inkludiert mit dem Tod. Ja, stimmt. Ein Tod, eine Scheidung. Es ist so wie bei Monopoly. Das ist so, ich komme aus dem Gefängnis Freikarte. der Tod jeweils. Ja, der Tod. Das ist ein Goldgeist, sagt der Chief. Und die einzige Chance dann, wenn man im Tod nochmal eine Ehe hat, kannst du nur durch eine Wiedergeburt kannst du da entkommen. Dann bist resettet du dann, das bist alles du dann wieder. Aber wieder, wenn du wiedergeboren ist das das Leben bist, entscheidet. Bist du wieder verheiratet oder gilt das dann nochmal als neuer Versuch? Kommt drauf an, als welches Tier du wiedergeboren bist. Und ob es eine Gesellschaft verpönt ist, ne? Dass dann ey, du kannst doch nicht alles einsaugen, Luigi. Das sind die Ersparnisse von der alten, der alten Witwe Shellington. Shellington. Witwe Shellington. Ey, da hinten ist auch was. Das hört sich so ein bisschen, als ob Angela Lansbury kommt und Roman und sich genau. Frau Shellington. Diese Dinger, die früher in den 90ern immer liefen. Meine Mutter hat die noch geguckt. Geil. Wissen Sie, ich habe noch eine Frage. Hör auf, nur Blödsinn zu machen, Gregor und Simon. Geh zu meinem Zimmer und schnapp dir dort meinen Koffer. Ja, machen wir. Auch für die Jugend da draußen, Witze über Mord ist ihr Hobby. Einer Serie, die 1991 aufgehört hat. Wenn ihr es richtig weit bringen wollt auf YouTube und den anderen angeschlossenen Internetplattformen. Ja.
So. Ja gut, da müsst ihr mit zurechtkommen, dass unsere Referenzen vielleicht ein bisschen älter sind, ne? Ey, wie geil wär's, wenn wir die Rechte an sowas hätten? Das wäre der Hammer. Wenn wir den ganzen alten Käse zeigen dürften. Mal gucken, ich würde Denver Clan. Oh, ich liebe Denver Clan. Läuft ja, einfach. Denver Clan und Dallas habe ich erst geguckt als Kind. Ja, ich auch. Also, aber geil wäre ein Colt für alle Fälle. Und so. Das wären die wirklich großen Sachen. Colt, Trio mit vier Fäusten. Trio mit vier Fäusten. Ja, oh, mit dem Roboter. Der Roboter. Nochmal dazu. Und auch von mir aus Agentin mit Herz. All das in einer Reihe. Keckney jeden Samstagabend. Und dann noch Bud Spencer und so. Bud Spencer nochmal, ja. Plattfuß am Nil. Wird dreimal hintereinander gezeigt jeden Sonntag, wie auf Kabel 1. So, das ist das sein Zimmer? Das ist noch nicht sein Zimmer, ne? Naja, aber das sieht die saugen doch nun mal trotzdem alles auf. Ja, das sieht noch nicht so professorisch aus. Ich bin ein bisschen gespannt, was er in seinem Zimmer hat. Also, dem Klischee entsprechend müsste er ja da so Akten oder irgendwelche wichtigen Sachen haben, irgendwelche Experimente. Aber vielleicht haben sie ja auch das geheime Leben von ihm ein bisschen als Thema. So ist, guck mal, das geht nicht. Ja, nee, das musst du aufmachen, glaube ich, mit X. So, wie kriegst du die auch mit X? Ah, doch, so. Da ist ein Raum drin. Das ist ein richtiger Wandschrank, ne? Ein begehbares Kleiderzimmer. Sowas wollte ich nie haben. Aber achte auf die Speidis da oben, ne? Chotto, chotto. Ja, du meinst, wir finden dann vom Professor nicht nur sein Wissenschaftsexperiment, sondern auch seinen Salsa-Anzug, oder? Ja, vielleicht sein letztes, Frankenstein-Experiment noch, oder? Ja. Nein, aber vielleicht hat er ein Hobby. Wie gesagt, so Briefmarken sammeln, Salsa ist, finde ich, ein guter. Ich fände es lustig, wenn er insgeheim so ein Salsa-Profi auch wäre. Oder Jazz mit, oder so. Mit, du hättest es aber an ihm dann sehen müssen, wie bei so professionellen Tänzern, die dann ganz braune Hände haben vom ganzen Selbstbräuner. Ja, genau. Das. Ey, warte mal, wie ging noch mal der Röntgenblick? Ja. Siehst du? Perfekt. Ey, gut, sag doch mal was, Chat. Da prasseln aber die Fs in Form von Goldbarren auf mich ein. Eine Klassenkameradin von mir, die hat professionell getanzt. Ja. Und bei der hat man gesehen, wenn sie mal so einen Wettbewerb dann hatte. Weil dann hat sie eben diesen Selbstbräuner, dieses schöne, diesen Kunstbräuner nicht abbekommen. Die hatte voll dann tagelang noch die Flecken auf der Hand, weil die nicht so leicht abgegangen sind. Ne? Das sind so Sachen, die du vorher auch gar nicht irgendwie realisierst, wenn du nicht in dieser Welt drin bist. Genau. Ah, was ist das denn? Ach so, nur der. Nein, Chat, das ist ein anderes professionelles Tanzen, als wir uns jetzt machen. Ich, so weiß schon, was ihr meint. Ich weiß schon, was ihr meint. Ja. Nicht das. Ah, okay, dich nehmen wir noch mit. Das erst die Hand, dann eine Ratte. Erst die Ratte, alles. Ich möchte dann nicht aufs Klo. Aber den Pömpel hast du schon für die Toiletten, ne? Eine Endlosversorgung. Oh, das ist schon cool. Pömp. Oh. Waren wir hier schon? Nein, oder? Nee, da steht ja noch zu viel, ne? Ist noch zu wenig eingesaugt. Ist noch, ja, ist noch zu wenig. Wobei, es kann sein. Vielleicht wird das wieder zugemüllt, wenn du einmal raus bist. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, irgendwie? Also zumindest finden wir gerade nichts Spannendes hier. Also sonst sind wir dann permanent weiter einfach rechts entlang. Nee, auf der Karte ist es ja auch noch als neu gezeichnet. For a good time, call Edna. Call Edna. Ja. Muss ich immer bei sowas denken, wenn dann. Das sind so manche Sachen, die kriegt man nicht mehr raus. Die kriegst du nicht raus. Ist ein Spukhaus mit der Gardine vor der Badewanne. Ich glaube, auf die Art mal so eine. Also, naja, es passt wahrscheinlich nicht. Aber ein Maniac Mansion, was vielleicht so aussieht. Oh. Also, was schon die Rätselmechanik hat, vielleicht ein paar neue Sachen auch. Aber schon sowas so aussieht. Ja, wenn, so ein bisschen liebevoll. Wenn ihr ein Remaster oder sowas oder ein Remake in der Form, dass es so ausschaut, warum nicht? Das wäre nice. Da hätte ich Bock drauf. Okay. Dieser Raum ist jetzt sauber. Ja. Da bist du. Warte mal, ich schaue gerade, ob man hier noch irgendwas vergessen hat. Nee, dann gehen wir mal weiter. Ah, guck mal, genau. Die Räume, wo du nicht warst, die sind noch dunkel. Nee, warte. Das bringt nichts, okay. Mal reingucken, vielleicht haben wir Glück. Sollte ich das sehen? Ist da gerade die Zähne? So, aber auch sind seine Zähne noch am. Oh nein! Das macht man doch nicht! Nein. Und danach muss der nächste wieder die Zahnbürste benutzen. Can I unsee this? Können wir zurückspulen und nochmal tun, als ob wir das nicht gesehen haben?
Okay, das ist wahrscheinlich auch nicht sein Raum. Alles vor, obwohl, vielleicht mag er ja Golf. Ich glaub, Golf könnte gut passen, finde ich. Ja, ja. Doch, Golf wäre passbar. Putz dir nicht die Zähne, bitte. Das wäre echt toll, wenn man das jetzt könnte. Ja, ja. Meine Zahnbürste. Mach mal ein bisschen ja, komm, Ruhe. Sei doch nicht so ungeduldig, mein Freund. So. Wo ist denn der Geist? Toilette. 100 Punkte. Die Hand wieder. Noch eine Hand. Und ist das noch eine andere Hand oder die gleiche? Ja, genau. Ist die Hand einfach. Schleicht sie so durch die Kanalisation? Die arbeitet hier im oder Hotel ist vielleicht, und die ist gerade in dem Zimmer angekommen mit der Arbeit. Ja, oder das ist halt so eine Krake mit sehr, sehr vielen einzelnen Händen, die quasi mehrere Toiletten und, übernehmen und, kann. Und einem Fetisch, meinst du? Na, das haben wir, glaube ich, geklärt, dass das hier nicht normal ist. Selbst in der Geisterwelt ist all das, was du bist, was? Eine Handtoilette? Du bist eine Toilettenhand? Nee, du musst mir das nochmal erklären. Also, du bist in der Toilette eine Hand und Leute kacken dir dann und dann kommst du raus mit der Hand. Das machst du. Aha. Und wie du jetzt als Geist bist, bestimmt, wie du gestorben bist, oder? Was muss mir das sagen gerade? So. Da, ja, da verstehe ich, dass da Geld unter der Matratze ist, weil es so traditionell. Ne? Sie könnten eigentlich allein damit schon viele Gags machen, dass es nur in der Matratze ist oder nur hinter dem hier. Wenn du ja Deutschmark da drin, die du nicht mehr benutzen kannst. Oh, ich will die alle einsammeln. So, jetzt haben wir aber alles. Moment. Hier noch. Der Koffer. Siehst du das? Das in dem Sessel. Da steckt. Ach, ist das. Da ist, ja, warte, guck dir gleich nochmal an. Das fand ich sehr lustig. Hm. Hier. Alter, hier ist ein Golfschläger, der ist da reingeballert, ne? Ja. Er hat versucht, einen Abschlag zu machen. Ja, vielleicht. Oder er war sauer, weil er es nicht reingekriegt hat. Er wollte sich selbst umbringen mit dem Golfschläger, hat dann vergessen, dass er schon ein Geist ist. Ne? Ist durchgegangen. Ein Top 3 der unpraktischsten Waffen für den Selbstmord. Ja. Golfschläger. Er wollte ein Hole-in-One machen. Ah, jawoll. Das ist so befriedigend jetzt. Danke Nintendo für dieses neue Feature. Das ist einfach toll. Ja, das, da kann man einfach direkt auch weitermachen. Das macht das Spiel 20 mal besser. Ja, ich meine. Im Gegensatz. Oh, man, ja, ich finde, es ist deutlich schwieriger jetzt, weil es eben zwei auf einmal sind. Aber macht halt auch voll. Man fühlt sich sehr mächtig dann. So. Weil hier der Chat sagt nochmal, ZL und ZR ist gut zum Zerstören von Stuff, also dieser Rums-Move. Ach, den gar nicht. Den haben wir ja auch nochmal. Ja, ja. Okay, ja, Karte hast du. Karte? Achso, da ist sie wieder zu sehen, ne? Ja. Das Ausrufezeichen ist wahrscheinlich der Doktorenraum dann auf der Karte. Okay, hier wird gestrichen. Habe ich dir erzählt von der Fledermaus, die ich mal hier bei Rocket Beans entdeckt habe nachts? Du hast da eine Fledermaus entdeckt? Ich war nachts, hab geschnitten, vorgeschnitten, ja. Du kennst das noch, die Mondzeit. Plötzlich macht's flapp, 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 um mich herum, im Kaminzimmer, oben hier im Elfenbeinzimmer. Flapp, 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 die ganze Zeit die Fledermaus. Ich hab, du wirst mich nicht glauben, ich hab drüben hier auf dem Rechner habe ich das Video, weil ich danach. Du hast erst mal Angst rein, und dann sagst du Social Media. Hab Batman die ganze Zeit aufgenommen. Nee, ich habe noch nichts gemacht damit. Aber man sieht natürlich, wie sie so noch in der Mitte rumfliegt. Und dann später habe ich erst gelesen, dass die ja Tollwut übertragen hast. Tollwut ist super gefährlich. Ist mega gefährlich. Also ich war fast dem Tode nahe. Aber ich habe trotzdem gefilmt. Okay, das ist ein guter Instinkt, den man haben sollte. Nicht papp, 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 ja, ich weiß nicht, was man machen würde, wenn man dann so flapp, flapp, flapp dann hört, wo ich sage, normalerweise mache ich das Geräusch, wo kann das jetzt herkommen? Der Unsichtbare ist wieder da. Ja. Das ist ja meine Theorie. So wäre ich als der Unsichtbare. Er würde, kündigt sich an durch ein leises papp, papp, papp. Er wurde gesichtet, nein, gehört wurde er. Geilheit ist einfach nicht leise. So. Ach, ja, du wurdest fast gesmashed durch das Bett. Kannst im Klo, glaube ich, nochmal schauen, ne? Oder ist da was drin? Gucken. Oh ja. Es ist, hört nie auf, überall. Gib mir den Monedas. Flapp, flapp. Oh ja, stimmt. Aber das ist doch gleich. Ah, eine fette Ratte drin. Ja, aber die Farbe ist schon recht trocken gewesen dann, oder? Shit. Okay, du meinst gerade, mach noch das und das, wohin? Nee, in die Toilette kannst in du die noch. Toilette, recht, dann, recht. Dann kommen wir in den Raum von Igitt. Da gab's aber wirklich Party jetzt hier. Da haben sie gewütet, ja. Rock'n'Roll. Eine Endlosversorgung. Ich habe immer, wenn ich das hier sehe, ich habe Party all the time im Kopf. Party all the time, Party all the time, Party all the time. Nee, nee, nee. Ja, das waren die. Einmal Eddie Murphy Power hier. Oh, hier, das kann man doch. Kannst bestimmt. Shawshank Redemption, ich habe das doch alles gesehen. Ja.
Luigi, der durch den Kackkanal schwamm, um die Geister zu... Ja, tatsächlich. Ja. Musst du die Schallplatte jetzt nur auflegen gleich. So. Oh, da hinten ist doch auch wieder was. Oh ja. Kriege ich das? Das hätte ich gern. Mit Pömpel vielleicht? Die grüne Kiste, oder? Mit dem Pömpel die grüne Kiste, okay. Und dann? Kannst du da jetzt durchgehen, ne? Aber da ist doch Holz. Da ist ein Loch. Ja? Ja. Da kannst, wenn du guckst, da kannst du durch. Ich versuch's ja. Ah, oh, okay. Okay. Perspektive ist da ein bisschen fies. Ey, wie er sich. Hör auf zu drängen, du alter Safti. Ja, so in den was? Ach, Vordergrund, ist das eine Klappe, die du aufmachen kannst? Das doch hier? Ja. Sieht komisch aus. Das sieht ja, du hast recht, das ist so ein Ding. Das ist so ein Pömpelplatz hier. Auf jeden Fall, das ist der Dr. Pömpelplatz. Guck mal, der passt hier perfekt hin. Und jetzt nochmal leuchten. Strom. Exakt. Lüftung geht. Und jetzt? Ach, wow. Natürlich Geld. Immer schön die Monetas. Jemand hat geschrieben, dass im Flur noch ein Gem ist. Ein Gem? Da gucken wir mal. Gucken wir hier ja. Vielleicht. Oh, sonst holen wir es auf dem Rückweg oder so. Oder. Da ist es. Ich mach ein bisschen sauber oder macht sie dreckig? Ja, ja, macht sie da Staub drauf? Hier noch ein bisschen Staub. Und hier ist noch zu sauber. Ah, da ist ein Koffer, da sehe ich es, ne? Da ist ein Gesicht drauf. Das behalte ich. Moment, nein, das brauche ich. Ein Spanner. Aber ja, genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Alter, da schluckt sie den einfach. Und jetzt Paragraph 218. Jetzt, was? Ja, aber der Koffer kann doch nicht durch die Wand. Okay, du musst es nur wollen. Also, wenn der Geist. Also, es ist wie Terminator, ne? Mhm. Wenn der Geist echte Materie umschließt, dann kann er damit durch die Wand. Durch. Ist quasi durch die Wand, durch die Zeit gereist. So. So, jetzt musst du sie verfolgen durch die anderen Räume wahrscheinlich. Kennst du, ja, oh Gott, ist, ne? Ich habe so eine schlimme Erinnerung gerade an Klosprüche. Auf diesem Scheißhaus sitzt ein Geist, der dir, wenn du zu lange scheißt, von hinten in die Eier beißt. Ja, das kommt mir vertraut vor. Mich hat er nicht angeschissen, ich habe ihm auf den Kopf geschissen. Mich hat er nicht gebissen, ich habe ihm auf den Kopf geschissen. Ey, diese literarischen Ergüsse, ne? Die haben meine Jugend geprägt. Ja. Das und Al Bundy. Das kannst du also noch 1:1 rezitieren, aber wie der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith ausging, weißt du nicht mehr. Nein, aber ich kann dir auch die Made von Heinz Erhardt, kann ich dir auch zitieren. Ja, okay. Also ich kann es. Das kann es. Ich habe zuerst eine Doku gesehen über Heinz Erhardt. Er ist der Beste gewesen. Da waren Männer noch Männer. Das Geld in der Matratze übrigens sehr viel. Dum, 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 dum. Dum, 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 dadle. Hello. Hast du meinen Koffer? Ein Geisterdienstmädchen ist abgehauen. Eine absolut inakzeptable Situation, hat er gesagt. Das ist so ein Nintendo-Ding, ne? Du kommst 5 Minuten nicht zurecht, lass dir sicherheitshalber noch mal sagen, bevor du vielleicht ein bisschen zu lange hängen könntest. Bevor du dir Sorgen machst, ruft dich jemand an. Ist das ein Sarg? Das fährt vor dem Beat hier, warte mal. Das ist so ein bisschen Gabba, ne? Das ist der Ridge Racer Soundtrack gerade. Ja, das ist tatsächlich. Rotterdam Nation. Ja. So. Mach jetzt auf. Geht nicht? Zieh doch einfach dran. Nee, das hier. Mit Kippen, ne? Ja, du hübsch aus. Greife er in sich. Zack. Jawoll. Das war gut. Jetzt hast du schon 3. Ja, wir haben 2x3 bisher. Gießkanne. Volle Pulle Charlie Low Noise und Mental Theo. Da müsste eigentlich, weißt du, so ein Blitzlicht auf Blumen muss doch irgendwas bringen. Ah ja, das hat er auch gemacht, ja. Kann ich sie auch gießen? X, ne? Ja. Ganz klar. Das ist ja toll. Das ist nice. Ach, und dann mit Licht aufmachen, ne? Wenn sie gegossen hast. Ach du Scheiße, Gregor, ich glaube, du hast recht. Wir sind ja wohl mal die absoluten Übergenies. Ob die Entwickler überhaupt wissen, dass das geht? Das haben wir neu rausgefunden. Das ist ja hardcore.
sagen. Und dann zergehen sie. Sie sind nur da, um mir Geld zu geben. Die Natur ist nur für mich da. Sie wird in Gold verwandelt. Das kann doch nicht sein. Das Geld wächst wirklich auf Bäumen hier. Ja, bei Nintendo schon. Wenn du Nintendo bist, wächst Gold und Geld auf Bäumen. Jetzt drück doch einfach mal X und mach den Scheiß auf, bitte. Ich glaube, du musst wirklich das einsaugen. Nee, es geht einfach nicht. Also, kannst du gerade drauf schießen? Du hattest hier jetzt gerade ein bisschen seitlich, damit du vernünftig den Pömpel ziehen kannst. Du meinst auf die Kiste? Ja. Ich weiß nicht, ob das geht, ne? Also, ich probier's. Ja, doch, du hast recht, es geht. Ein Geldbarren, Goldbarren. Dafür hat es sich nicht so sehr gelohnt, aber nehmen wir nehmen's. Dafür schieße ich doch nicht mal einen Pömpel. Ja. Guck mal, Pömpel ist mehr wert. Aber also, wenn da nicht ein Haufen Geld da drunter liegt, dann weiß ich auch nicht. Unter der Matratze, das sieht schon sehr deutlich aus. Ja, eine Leiche oder die Spielin oder eine Leiche, wie in hier, Four Rooms. Ja, so, du hast das Geld abgesaugt, aber es ist immer noch ein. Ja. Mir macht es ein bisschen Angst, was da drunter sein könnte. So, ich kann leider auch nichts. Kannst nichts machen, ne? Kann nichts machen. Später. Ja, das Geisterhausmädchen. Ach, die Toilette haben wir noch, ja. Ah. Sie hatten nur Geld für einen Song. Ist auch nur ein Song, ja. Ist GEMA frei. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh, schau mal, die Erschreckmaschine. Boah, Alter. Also so ein bisschen. Der so verrückte Erfinder macht seine Haarschneidemaschine und wird geköpft. Das ist ein bisschen wie bei hier Gremlins, der Erfinder am Anfang. Stimmt, ja. Och, aus ich Scheiße Toilette. Gold machen, der kann doch nur Luigi. Ey, guck mal, das guck mir hier Geld! Das ist fucking Klopapier! Das Klopapier ist hier Geld! Das ist ja nicht zu glauben, ey. Okay, saug! Alter! Okay, das ist geil. Das ist ein richtiges Bonzenzimmer, ey. Holy shitballs. Habu. Lol, sag ich da nur. Das ist so eine Frechheit. Habt ihr denn nicht gesehen, was ich mit den anderen Leuten gemacht habe? Die auch nie mitgucken. Da kommt immer noch mehr Geld raus aus dem Matratz. Einer noch. Zack, da hast du sie. Geil. Yeah. Alright. Alright. Siehst du, die Matratze ist ein bisschen... Ist ein bisschen jetzt, ja. Das damit das zu tun hat? Ja, vielleicht musst du die hauen, damit da mehr... Ja, so Sachen... Ich wüsste auch nicht, was du da machen kannst, ja. Könnte das echt nochmal versuchen. Achso, und das auf die Matratze rauf? Ja. Okay, jetzt kannst du es aber nochmal aufsaugen, direkt auf die Matratze. Nee, irgendwie will das in den Saugen. Will das nicht, okay. Muss man hier mit dem Pömpel machen. Jetzt kann man es nochmal probieren. Muss erst die Bewegung machen, ne? Ja, komm! Okay, das ist einfach nicht. Ja, gut. Aber das noch. Ich will einfach nicht. Es war nicht gerade sehr befriedigend gerade. Okay. Egal, lass uns den Koffer zurückholen. Hier vielleicht. Ah, zerstör doch die Matratze mit deiner Explosion, war gerade der Tipp, aber... Das mache ich nur privat. Ja. Oh, sie macht dich sauber. Die war im Feudel. Das ist aber jetzt wirklich, also ich weiß nicht, ob das okay ist auch. Das ist, wir können doch nicht mit dem Staubsauger der Dame unter den Leib. Das ist nicht gut. Nintendo, was ist mit euch passiert? Du brauchst Habt ihr denn keinen Twitter-Account? Du brauchst eine andere Taktik bei der. Ja. Eine kleine List. Der Koffer ist den verschluckt er, ist robust und hat eine ebene Oberfläche. Vielleicht hätte ja ein Saugschuss erfolgt. Ja. Danke fürs Bescheid geben, mein Freund. Ja. Okay, Toilette vielleicht, bevor du rausgehst? Ja, stimmt. Einfach mal alles durch. Ja!
Oh nein, jetzt ist der wieder. Die Zahnpasta. Jetzt kommst du in die Tube. Ja. Und die Hand auch noch, ey. Jeder will hier mal. Jeder kommt dran. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Oh yes. Übrigens, Professor, putzen Sie sich nicht die Zähne. Er sagt ihm das auch nicht, ne? Das nee. Einer der Geister gerade. Na gut. Das ist so der Gag für nach dem Abspann. Ja, alle gehen raus und dann sagt Professor, ich gebe mir noch die Zähne putzen. So. Das ist Edelstein. Ja, aber da kann man doch nichts mit machen jetzt. Ja, ja. Oh. Suku, suku. Geister. Oh. Da ist sie. Okay. Du meinst Viereck. Das und dann das und dann das, ne? Alter! Ist das denn keinem aufgefallen? Nintendo denkt an sowas nicht gerade. Die sind so schön naiv noch. Die sagen, ja klar. Saug doch mit dem Pömpel der Frau unter den Rock. Ja, ich glaube, sie ist wahrscheinlich dann wirklich nur in den Haupträumen. Ja, aber stell dir mal vor, der würde den Pömpel falsch rum verschieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Das sind ja Geister, mit denen kann man es machen. Arriba! Das ist ein Kabel. Okay, bevor wir dann... Ich mag das sehr. In ein anderes Territorium reinkommen. Also sag gerade Autosave jedes Mal, wenn du durch eine Tür gehst. Aber nur alle 10 Sekunden. Nur alle 10 Sekunden? Nein, das ist mir nicht genug. Wenn du innerhalb von 10 Sekunden zwischen zwei Türen gehst, dann speichert er nur einmal. Die Sau. Hier müsste er doch jetzt wieder sein. Jetzt hat sie Angst. Also ja, und das kann sie auch tatsächlich mit dem, was sie wir da machen. Von vorne. Ja. Ja, einmal noch. Ah, geht nicht. Ja, war klar. Ja? Gescriptet. Ist schon ein bisschen heftiger. Also, dauert aber nur länger. Aber das. Und Ende. Her mit dem Koffer. Hau ich dir eine Folge gegen die Koffer. Du Schissel. Das riecht brutal. Mach noch Blut dazu. Also mach mir alles ein bisschen Sorgen gerade hier. Mach mir alles wirklich ein bisschen Sorgen. Na gut, es ist After Dark, ne? Ja, stimmt. Da darf man das machen. Wo hast du das hingepackt gerade, Luigi? Und da war doch ein Knopf drin. Ja, es war gerade fast irgendwie so eine... Du hast gerade hier den Kaiserschnitt gemacht bei der Entbindung. So kam das gerade vor. Hier, es ist ein Koffer. Es ist ein Koffer. Es ist ein Koffer. Oh, das ist aber schön. Was ist denn drin? Oh, leider ein Baby. Das ist wie so eine Schale, ne? Die musst du vorher abmachen. Ich stelle dir vor, Babys würden mit Schale geboren werden, die du dann erstmal abholen musst. Oh ja, und jeder hätte dann seine Schale zu Hause. Ja, ja. So restauriert, so seine eigene Schale. Oh, so, was du mit deiner Schale gemacht hast, Gregor. So Helikoptermütter, die dann dir auch deine Schale ausstellen, ne? Und dann immer, wenn die Verwandten kommen, deine Schale rausholen. Damit hier, das ist deine Schale. Kannst du dir vorstellen, dass der kleine Mann mal in der Schale war? Ja, unser kleiner Jochen, der seine Schale ist ja ganz geblieben. Ne? Also unser, der Herbert, der kam ja in so einer dicken Schale daher. Ja. Da dachte ich aber, das wird nichts. Das krieg ich nicht raus, ey. Ach, mach mal wieder diese alte Kamelle mit der Schale. Spoilern die gerade Death Stranding. Ja, es kommt hin wahrscheinlich. Ohne es zu wissen, glaube ich, wir sind sehr nah dran. Ohne es zu wissen, ja. So, Entschuldigung. Mit dem Fahrstuhl zurückfahren. Oh, das nehmen wir auch gerne mit. Alles. Oh, da spuckt die Wand alles aus. Manchmal ist das nach unten saugen ein klein wenig komplizierter. Und auch die Museen, ne? So die Schalen berühmter Präsidenten, die da ausgestellt werden. Alter, das ist... Mann, wir müssen irgendwas daraus machen, aus dieser Idee. Oh. Ich war überrascht, dass wir kein Geld rauskam. Ja. Das habe ich noch nie gehabt. Der ist jetzt... Ist eben, das Kleingeld nimmt er nicht mehr mit, ne?
Das ist nur noch, genau, das ist alles nur noch. Alles nur noch große nur Scheine. Noch Scheine. Da, die drei Nullen Scheine und stehen. Goldbarren. Tang, 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 tang. Mario. 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 Oh, oh ja. Ich packe diese Knöpfe rein. Flipp, flipp. Zwei Umdrehungen und ein Fünftel. Ja, den Koffer ins Labor. Gut, B1, oder? B1, Keller. Ja. Ja, mit der Schale können wir Wetterchat sehr viel anstellen, ne? Das ist das Museum. Du hättest Leute, die ihre Schale aufessen, weil die dann nochmal Intelligenz bringen. Ja, aber Schalen, die glauben, dass es, ja. Oder Potenz, die Schalen von anderen ja, die Schalen, essen. Genau, die Schalen ja. Soll aufreiben. Und du hast natürlich so ein endliches Gut, wenn du dann irgendwie sehr megapotent so bist, ja, und von deiner eigenen Schale was verkaufen kannst. Das natürlich auch gefaked ist, weil es eigentlich nur geriebenes Nashorn dann ist, was du dann verkaufst. Ja, und andere leben da vielleicht auch drin. Bauen sich die Schale aus, weißt du, machen aus der Schale dann ja, eine Mehrraumschale. Aber die Wohnungsnot wäre ja geringer, weil du könntest zur Not ja in der Schale wohnen oder so. Du hast immer. Ist ein bisschen eng? Ja. Aber es geht schon. Aber deswegen zahlt aber der Staat auch keine Miete, weil du hast ja deine Schale. Die Natur hat sie mit einer vorzüglichen Schale ausgestattet, Herr Katius. Und jetzt wollen Sie mir sagen, Sie müssen hier im Hotel Arenal wohnen. Naja, meine Schale hat aber auch keinen Gas aus der Scheißanbindung, ne? Oh, das ist, ja. Aha. Ich überleg gerade, wie das aber nur einfach ein Loch rein. Aber ein kleines Loch nach außen. Aber raus und was draußen passiert, geht dich nichts an in der Schale. Du baust hier in der Nähe von so einem Cliff, dass es alles schön ins Meer fällt. Hinten aus der Schale. Ich finde, wir sind jetzt schon, ist die Welt so geil. Und wir müssen halt jetzt schon eine Trilogie. Also, mindestens eine Trilogie. Das ist, also, ganz im Ernst, das ist eine Netflix-Serie, oder? Oh, Luigi. Das, ja, das ist eine Black Mirror-Folge. Zwei, drei Staffeln können schon sein. Ich habe schon geringere Ideen gesehen, die zu einer Netflix-Serie geführt haben. Auch ja. Im Umfeld, ne? So. Alter, ich dachte gerade für eine Sekunde. Ich dachte auch gerade. Er steckt ihm das. Meine Güte. So viele schöne Dinge. Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Oder was war das gerade jetzt? Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Ja, gib gut. Gib mir meinen Saft, gib du mir deinen. Ciao, ciao, ciao. Jetzt ist da noch einer. Luigi. Jetzt werde ich dich häuten. Ja, das ist schon komisch. Hihihi, da freut er sich. Ein kleiner Spaß. Just a prank, bro. Just a prank, bro. Jetzt zünden wir das Hotel an. Ja. Und er geht weg. Ja, das wäre der düstere Twist, auf den wir die ganze Zeit warten. Das war nur für ein bisschen Motivation. Ja, L3, R3 war's? Ach ja, natürlich. Nee, meinst du nicht, dass. Oh. Nee, L3, R3? L3 oder R3 reindrücken, die Sticks. Ach ja, Luigi, natürlich. Ja. Darum geht's uns ja, um das beizubringen, natürlich. Das drücke ich weg, weil ich das ja schon weiß. Da glitscht er sich so durch. Genau, wir haben es ja eingangs gesagt, du hast ja schon mal angetestet, um die Steuerung zu lernen. Ja, wobei ich sagen muss, so weit war ich nicht. Das habe ich nur auf der E3 zum Beispiel gespielt und auf anderen Dingen. Ja, den Part hatte ich ja auch noch gesehen. Und du kannst halt also, genau, zwischen beiden wechseln. Ja, und theoretisch könnte ich jetzt, glaube ich, dann Luigi spielen oder so. Oh, ja, stimmt. Oh, du darfst nicht durch Wasser gehen. Durch Wasser. Wie die Hexe. Ja, stimmt, wir haben einen zweiten Controller. Wir können ja mal, wir haben nur noch 10 Minuten. Warum nicht kurz ausprobieren? Wir mal testen, ob das funktioniert, ja. Wir haben hier mal, kannst du mal drücken? Ja, drück mal und guck, ob du den anmelden kannst irgendwie. Okay. Wir haben das jetzt spontan, mehr oder weniger. Jetzt gleich mal gucken. Ah, Simon, du Idiot! Ich drück nicht mal, in die Flüssigkeit! Ich drück mal auf die. Aktivier mal genau. Okay, wo es schreibt aber auch jemand gerade nach dem Tutorial erst. Nach dem Tutorial? Okay, der zweite Controller ist an. Dann geh mal wieder zurück. Dann ist er bereit. Einmal drumherum laufen. Taps, 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 taps. Glaubst du, also so, ja. Es ist, saug das Ding an, da ist kein Knopf, den du drücken musst. Ach, okay. Das Problem hatte ich auch. Ich frag mich immer, weißt du, Luigi, ne? Ja. Er hat so ein romantisches Date mit seiner Freundin, dann gehen sie nach Hause und plötzlich holt er Luigi aus dem Schrank. und sie gucken sich an und why not? Ja, why not? Ist so ein bisschen, ist so die Gefühlsrecht, ne? Die Gleitcreme. Ja, er ist ja gleichzeitig Geschlechtspartner und Gleitcreme in einem. In einem, ja. Nur, partizipiert er dann mit dabei oder überlässt Luigi das und guckt dann zu?
Ne? Ja, ich mag es. Ich mag es, wenn du es tust mit die Luigi. Ich mag es. Machst du es bitte mit die Luigi kurz. Mach es doch kurz. Für mich. Der größte Kacke im Pilzewunderland oder was ist los hier? Wollte sie nicht machen mit die Luigi. Ist doch mich. Nur mit die Luigi. Warum will er sie nicht? Außerdem, er fühlt die mal komplett aus. Ja? Er kann ihr verteilen. Oh Gott, das wird so schlimm. Wir kriegen so Ärger. Von wem denn? Wir haben in unserem Schaden. Universum macht man das so. Im Schalenuniversum. Die Schalen-Trilogy. Ja. Ah. Eieieiei. Okay. So, gleich kannst du. Es ist After Dark. Es ist, ja? Finde ich auch. Es ist Spiele mit After. Komma Dark. Ja. Spiele mit After und dann machen wir Punkt, 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 dass der Dark. Umbruch im YouTube-Video nicht zu sehen ist und danach steht Dark. Dass bei allen Leuten nur Spiele mit After auftaucht. Lass uns das einfach machen. Ich werde gleich nochmal hier gleich nochmal klären, dass wir das so machen mit Anton. Okay, das wollen wir eigentlich übrigens. Wir wollen ja eigentlich hier dieses das Tor aufkriegen. Ah ja, genau. Jetzt mit Luigi. Und das so, kann ich jetzt? Jetzt, genau. Ich drücke mal. Kannst du mich steuern? No. Schade. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo nochmal einstellen müsste oder so. Das weiß der Chat wahrscheinlich besser. Teamspiel? Ah, ja. Teamspiel. Okay. Okay, auf dem. Okay. Mal gucken. Ja, ich bin Luigi. Ach, geil. Okay. Da gehe ich mal durch. Da glitscht da durch. So, warte mal, ich habe hier noch. Ach, falsche Taste natürlich, wo ist hier Start? Ah, naja, egal, er nimmt bei mir nicht die. Ach, du hast jetzt die. Okay, ich verstehe das. Mach, die alte okay, Steuerung noch. Du, ah, doch, jetzt geht's. Okay, das war's nicht. Mein Geld! Wir saugen doch alles in eine Tasche. Ja, trotzdem. Ja, komm mal her. Die Ströme darf man sich nicht kreuzen, oder? Genau. Ja, guck mal, ich saug dir die Hose weg, ne? Oh Gott, Luigi. Geh weg. Oh, mein Geld. Ich hätte dir nie so viel Power geben dürfen. So, also, doch, ich weiß Bescheid. Moment. Ja, vielleicht muss man irgendwie zusammenarbeiten. Ja. Ich kann nee, das hier. Ah, aber geht das mit der. Ja, du kannst ja wirklich auch. Die Perspektive, ja. Ich muss perfekt. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Siehst du? Habe ich schön mitgeholfen. Jawohl. Jetzt haben wir schon vier. Vier. Gut. Ich glaube, das war's hier, oder? Kann ich hier was machen? Ich denke auch. Ah, wobei? Nee. Das hier ist sonst. Ja, gut. Lass uns weiter. Klopf. Also, wenn du durchgehst, müsste ich verschwinden, glaube ich, oder? Aber ich müsste doch jetzt wieder auftreten. Ja, danach. Das ist schön. Danke, Nintendo. Ich finde es sehr schön, dass ihr das so gemacht habt. Das macht Spaß. Das kann der kleinere Bruder, kriegt dann Luigi. Ja, und so. Genau, der dann nicht viel machen muss. Dann bis er mal was machen muss, dann musst du sie da erklären. Musst du den komm. Jetzt gib das mal her. Ja, jetzt gib das mal her. Pam, pam, pam. Aber nein, ich hab keinen. Moment, du hast noch Filme zitiert. Ich hab keinen Bruder. Ich hab keinen Bruder. Sag das lieber nochmal, bevor einige hier wieder getriggert werden. Jetzt könnt ihr ja. Achso, du musst Knöpfe drücken, weil ich glaube, ich kann das als Luigi nicht. Also ja. Mit dem Aufzug wir wollen hoch, ich saug dir die Hose weg, guter Filmtitel. Ich glaube, du hast die nächste. Du hast ja noch eine Session Luigi oder so, ne? Oder? Ich glaube, das war's jetzt. Das war's? Ich glaube, das war's. Viel besser kann man es aber auch nicht mehr machen, wenn ich ehrlich bin. Moment. War es jetzt drei, oder? Drei war der letzte, den wir reingeschoben haben. Ja, genau, drei ist der neueste. Ach Gott, ist es. Ja. Ich kriege dich. Glaubst du, ich kann dir so wie im Comic die Unterhose rausziehen und direkt durch deine Hose so durch? Ne? Ja, das ist es sexuelle Belästigung, wenn man es selber ist? Also, wenn es dein eigener Fluid ist? Oh! Ist es sexuelle Belästigung, wenn es dir gefällt? Ne? Oh, jetzt ist Luigi weg. Ich hab die ganze Zeit Luigi hinter ihm erwartet. Ja. Zock. Kommst du ja, darf ich. Statt 2 Meter weiter zu gehen. Oh, was geht hier? Ach so. Ach, das ist die Mall hier, oder? Ja. Das ist die Mall. Das ist die Mall. Okay, hier können wir nicht durch, glaube ich. Ich kann sowieso keine Türen aufmachen. Ach ja, da hast du recht. Was denn? Nee, das war nicht mehr so, aber. Achso, ja, warte mal. Aber. Nee,
Den fand ich jetzt nicht. Nee, bringt nichts. Da dürfen wir nicht rein. Aber da können wir rein. Oh doch, nächste Folge Montag 20 Uhr, also nächste Woche. Da kannst du gerne wieder dabei sein, Gregor. Da muss ich mal gucken, wenn die Zeit aber passt. Aber ich sag mal so, ich habe jetzt auch nicht, wir verpflichten uns nicht dazu, das jetzt durchzuspielen. Ich bin jetzt spontan hier dazu. Ah! Na, also du kannst immer, ich sag nur, wir versuchen, wenn... Ja, das ist kein Knallhart. Spielen wir halt noch einmal oder zweimal. Oh, ihr müsst verstehen, dass After Dark gibt so viele Spiele, die man machen kann. Ja, genau. Und man kann nicht immer alles durchspielen. Ich werde irgendwann auch noch mal Alien spielen. Und wir werden ganz viele Sachen auch noch mal irgendwann durchspielen, aber... Das machen wir dann nur, wenn die Klicks gut sind und alles, ne? Wir richten uns ein bisschen danach. Es muss sich rentieren, ja. Genau. Aber wir möchten es halt nicht versprechen. Dass ihr eben das auch gucken wollt, ne? Ja, darum geht's uns. Weil es macht ja auch, es ist ja schon spaßig, wenn man so Spiele durchspielt, aber du bindest dich ja auch komplett und manche Leute wollen auch immer gerne ein bisschen was Neues immer sehen, anstatt ewig das Gleiche. Das stimmt. Ich finde aber gerade jetzt mit diesem Koop-Modus hat es nochmal, zumindest für eine Session, nochmal gewonnen, ja, dass man sagen kann, du, ich glaube, du kannst da durch. Also ach ja, 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 du hast absolut recht. Ja. Shit. Okay. Ja, okay, und jetzt? Giotto, Giotto. Okay. Kann ich? Könnte ich noch, nee, irgendwas ab. Also ich darf es ja nicht berühren, ne? Oh, Glück gehabt. Da ist das Geld aufgedreht. Da ist nur Geld rausgekommen. Den Geldhahn aufgedreht, das hätten wir auch mal. Okay, ja, shit. Du kannst ja eigentlich dann nur alles manipulieren mit dem, genau, vielleicht mit dem, nee, auch nicht. Kann auch sein, dass wir im Keller was abstellen müssen oder so. Ah, wahrscheinlich, ne? Dann gehe ich mal wieder zurück. Das würde ich später brauchen. Ja, aber ein Rätsel können wir irgendwo noch lösen, ne? Im anderen Raum ist auch ein Bodengitter. So, ja, von da kannst du da was aufmachen. Ich glaube, es ist verschlossen, ne? Ah, nee, den haben wir. Ach, den haben wir gerade geholt. Ins Café, oder was ist das? Ich glaube, ja. Wir haben aber noch ganz wenig Zeit, aber wir gehen noch mal kurz ein bisschen weiter. Man wird schon so ein bisschen reingesaugt. Ja, ja. Pun intended. Oh. Uiuiuiuiui. Boah. Hammer. Paul Blart, der Maulkorb hier. Ey, jetzt schon eine bessere Story als Paul. Ja. Paul Blart. Aber wenn der eine Taschenlampe hat, saugt er sich nicht selbst damit? Er müsste sich selbst blenden. Ja. Ich wette, du kannst ihn nicht blenden, weil er ja auch nicht. Ja, oder er muss sich selbst wirklich blenden, ne? Du erschreckst ihn, dass er selbst die Taschenlampe vors Gesicht haut. Das ist auch eine gute Idee. Und jetzt bekommt er Geld ans Gesicht, wenn er das anleuchtet. Ah! Glück gehabt. Ich dachte schon, da ist ein Mensch. Also, er ist schon ein Feigling. Oh, aber den Schlüssel hat er verloren. Den hat er, ja. Spannend, spannend, spannend. Okay. Na, wo bist du? Kannst du mich rauslassen? Ich dachte, du kommst. Nee, tatsächlich. Doch. Hallo, doch, jetzt. Ja, okay. Tschatta, tschatta. Nee, aufsaugen kann ich da nichts. Aber das Spiel gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Also okay. Für den dritten Teil, also dafür, dass der erste mittlerweile schon so gealtert ist, ne? Der hat ein bisschen was von seiner Faszination eingespürt, der alte, aber finde ich, dass es jetzt schön modernisiert worden. Ich finde auch. Also es ist wieder direkt auf dem Niveau, auf dem man es damals erinnert hat. Ja. Und es ist echt schön geworden. Ich meine, allein diese Liebe, die sie in jedes einzelne Ding, was man hier aufsaugt. Ne? Das Einzige, was ich echt ein bisschen bedenklich finde, ist, dass wir so viel Geld zum Aufsaugen müssen. Ja. Ich meine, da nehmt ihr wirklich was anderes. Ich habe auch schon gesagt, Bananen, Äpfel, Obst, Bücher. Es hängt von der Länderversion ab, ne? Wenn du es dann natürlich nicht. Aber wenn du es in einem anderen Land spielst, dann das nicht so ein großes Inlandsprodukt hat, dann wirst du weniger Geld zu finden. Oder nur Reis oder so. Einfach nur. Okay. Ja. Hier, ich habe dir den Schlüssel gegeben, indem ich bei dir in die Nähe gegangen bin. Das machen wir noch. Komm, kurz den Schlüssel einmal noch reinstecken. Ich dachte, das wäre... Ah, okay, ich dachte, das wäre der richtige. Okay, das machen wir noch. Kurz einmal noch ein bisschen Ärger machen. Spuck aus, was du da hast. Oh, nur noch eine Münze? Nur eine Münze! Lame! Das ist aber lame. Du bist aber ein lamer Münzenautomat. Wirklich. Wow, spiele mit After Dark. Das war schön. Das war sehr schön, Gregor. Danke, dass ich dabei Danke, dass du spontan vorbeikommen bist. Das hätte ja niemand von dir, das hätte ja niemand erwartet. Ne? Das ich war rein zufällig in der Nähe, gesagt. Du hast übrigens, habe ich jetzt gerade festgestellt, du hast einen YouTube-Kanal, das ist mir neu. Hast du das gerade festgestellt? Fast jeden Tag ist dein Video. Könnt ihr ruhig mal draufklicken. Fast jeden Tag. Ab und zu mal, ja. Könnt ihr ab und zu mal, wenn ihr gelingt, guck einfach Gregor und YouTube.
Sucht danach und dann findet er. Findet er schon, ja. Findet schon das Richtige. Ich habe auch, du weißt doch, dass wir früher immer, habe ich doch gerne Intros geschnitten, immer für die Sendung, ne? Und ich gucke mir gerade altes Material an und finde dann immer diese Intros zu irgendwelchen Gears of War 3, zu irgendwas, zu der Musik von Lost, ne? Wo auch dieser eine gestorben ist, Charlie. Weiß ich, da, 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 da. Egal. Und diese ganzen Dinge habe ich alle hochgeladen. Mhm. Nicht ein Klick. Also, nicht ein Klick. Nicht ein Klick. Ich sag nicht, wie der Kanal heißt und ich sag auch nicht, wie die Videos heißen. Ah, nicht ein Klick. Da sind 15 Videos drauf. Nicht ein Klick. Ich lass es so. Lass es und, so. Und mach aber neue Videos und pack die da auch immer hoch. Mach die da auch dazu. Irgendwann vielleicht kriegst du einen vielleicht. Klick irgendwann mal. Also, ihr könnt gerne suchen, ihr werdet es nicht finden. Such es mal. Das war's. Nächstes Mal geht's am Montag weiter. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, großer Spaß. Wenn ich die Zeit finde, eventuell auch, aber ich glaube, du hast auch noch einen anderen Gast sonst dabei. Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Hier demnächst auch noch natürlich hier Stranger Things. Nein. Death Stranding mit Nils. Mit jetzt Nils. Bald, diese Woche. Bin ich sehr gespannt. Ich guck da auch mit rein. Bis dann, Leute. Tschö.